fangen wir mal hiermit an. Schofa-Einsatz. Ja. Also für alle, die Schofa mögen, lieben, gebrauchen, blasen, Schofa. Oder sich dafür interessieren, genau, die einfach mal wissen wollen, was da ist, genau, oder vielleicht sich mal damit beschäftigen wollen, mal proben wollen, suchen, wo sie eins kaufen können. Dafür gibt es zwei Einsätze im August. Das sind Termine, die hat der Herr uns gegeben. Und zwar der 8. August ist das. Da sind wir in Mittelfranken, so Region Dinkelsbühl, ganz grob gesagt. Ich hatte schon gesagt, etwa 85 Kilometer südwestlich von Nürnberg. Mhm. Hesselberg heißt der Berg, da gibt es dann auch Info dazu und so. Und dann am Donnerstag, das ist wirklich ein Donnerstag, den der Herr gesagt hat, sind wir am 20. August in der Nordalb, bei Göppingen, so etwa 50, 55 Kilometer östlich von Stuttgart. Und da haben wir diese beiden wirklich coolen Einsätze. Wir hatten auch schon Anmeldungen von Leuten, die gesagt haben, also ich weiß gar nicht, was das ist, aber es fällt etwas in mein Herz und der Herr spricht zu mir. Und wie geht es denn, dass wir auch dazu kommen? Wir haben weder ein Schofa noch wirklich richtig Ahnung, was wir da so machen wollen. Aber dürfen wir dazu kommen? Natürlich dürft ihr dazu kommen. Selbstverständlich. Schau, alle diese Sachen sind auch Gelegenheiten Gottes, wo er uns weiterbringen möchte. Wir haben das auf unserer Webseite bereits verlinkt mit ein paar Informationen, ist noch nicht ganz komplett, da sind noch ein paar Details fehlen noch, aber da kann man sich schon mal anmelden, wenn man weiß, dass man dabei sein will. Und da gibt es auf jeden Fall auch mehr Informationen, also auf www.gotteshaus.de und dann einfach unter Events schauen. Da kann man sich dann auch anmelden. Da kann man sich anmelden und da wird bald, also in höchstens 2 Wochen, wird es da auch die Informationen zu unserer Konferenz geben. Ja. Neuland? Ja. Sowohl der Termin wie der Name sind echt vom Herrn. Ja. Das war in einer Gebetszeit, kam das, ja, das sehr plötzlich. Also ich hätte mir den Termin nicht ausgesucht, aber der Herr hat scheinbar... Ich fand ihn passend. Fand den gut. Zum Thema fand ich den Tag der Deutschen Einheit mit Neuland sehr passend. Sehr passend, Halleluja. 2. bis 4. Oktober. Ja. 2. bis 4. Oktober, Freitag, Samstag, Sonntag, hier in Rothenburg an der Fulda. Das ist ziemlich genau in der Mitte von Deutschland. Ja. Und genau, also da wird es in 2 Wochen, roundabout, wird es da weitere Infos auch unter Events dann bei uns geben. Sagen wir euch aber an. Und auch unter Vorbehalt muss man in diesen Zeiten sagen, weil wir noch nicht genau wissen, inwieweit die Freigabe zur Versammlung mit mehreren hundert Leuten sein wird. Und bitte verfolgt das auf unserer Webseite und seid mit dabei. Es ist eine wirkliche inspirierende, ermutigende und freisetzende Konferenz. Es gibt Befreiungsdienst, es gibt Heilungsgebet, es gibt eine prophetische Zeichenhandlung, eine gewaltige, die hat es in sich, aber wir verraten dazu noch nichts. Aber was ich noch sagen kann, ist, wenn es so bleibt, wie es momentan ist, mit diesen 5 Quadratmetern Raum, die man da pro Einzelperson haben muss, Familien und so weiter können ja zusammensitzen, Ehepaare, dann kriegen wir 400 bis 420 Leute da in die Halle. Das ist schon mal was. Aber man kann nur mit einem Ticket rein. Also man muss... Ihr müsst euch dann bei uns anmelden. Da gibt es eine Anmeldeseite, da muss man sich anmelden. Ist kostenlos, aber man muss sich anmelden mit Personenzahl, sonst keine Chance. Ja, dürfen wir keinen reinlassen. Nachdem, wie es jetzt aussieht, kann sich noch viel tun. Wir sind gespannt. Also, mal ganz ehrlich. Hallo, Moment. Wir mal. Beten. Ich hoffe, du bist immer ehrlich. Ja, ich bin immer ehrlich. Damit meinte ich also mal ganz ernsthaft. Okay. Wir beten, dass bis dahin wirklich es eine Freigabe gibt, dass man sich mit vielen Leuten wieder versammeln darf, dass man singen darf, dass man Lobpreis haben darf, dass man Abendmahl nehmen darf, dass man Handauflegung, Gebet, all diese Dinge wieder haben darf. Und bitte, bitte betet ohne mit uns. Einschränkungen und Repressalien. Betet mit uns, dass es da zu einem vorherigen Durchbruch kommt. Diese Konferenz heißt ja Neuland und in unserem Herzen ist es, wenn ihr an den Auszug von Ägypten denkt,
dass das Volk Israel vor dem Meer stand und hinter sich den Feind. Das war auch eine extreme Klemme. Da würde ich sagen, kein Wunder, dass die Nerven da blank gelegen haben. Bei uns liegen jetzt nicht die Nerven blank, aber wir wollen beten, dass dieses Meer vor uns sich öffnet. Dass wir also wirklich wie Mose diesen Stab der Autorität über diese Unmöglichkeiten ausstrecken und dass sich dieses Meer öffnet und wir wirklich mit der ganzen Konferenz durch dieses Meer durchziehen können. So, also betet bitte mit uns. Und weil wir gerade dabei sind, wer auf dem Herzen hat, für uns beide, für den Dienst von Gottes Haus, für diese Konferenz zu beten, bitte schreibt uns doch an dafür. Wir wollen in den nächsten Tagen und Wochen einen Menschen um uns sammeln, die wirklich es auf dem Herzen haben, uns darin zu unterstützen. Wir brauchen ganz, ganz dringend Leute, die geistlich mit uns in diese, auf das Meer zulaufen, die mit uns rausgehen aus den Bedrängnissen und dass wir durch dieses Meer unbeschadet in das neue Land kommen können. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr explizit uns anschreibt, ich möchte für euch beten, für den Dienst, für die Konferenz. So, jetzt bist du wieder cool. Dran. Ja, jetzt möchte ich zwei Sachen sagen. Zum einen hatte ich das letzte Mal die Webseite von der Vera Lengsfeld angesagt. Ja. Nochmal kleine Erinnerung, Webseite Vera Lengsfeld. Da findest du beispielsweise interessante Texte zu dieser Sache mit dieser Tönnies Großschlachterei oder zu den Sachen, die in Stuttgart gewesen sind. Also zu den politischen Vorkommnissen. Genau, aber sauber und sehr gut journalistisch aufbereitet. Das findest du auf unserer Webseite unter Ermutigung. Da gibt es einen extra Blog, wo wir also über Bewegungen im unsere Sichtweise zu ganzem Corona-Kram darlegen. Ja. Und da haben wir noch etwas anderes verlinkt, jetzt seit ein paar Tagen, und zwar ist das die christliche Bewegung Christen im Widerstand, nämlich gegen diese ganze Entwicklung, die hier sind, gegen Aushebelung von Grundrechten, Zensur und so weiter. Und da hat der Christian Stockmann aus Berlin, ein Pastor, Pastor Lobpreiser, der hat die Bewegung gestartet und das ist etwas, wo es vor allen Dingen darum geht, dass man Gottesdienste ungezwungen feiern kann, dass man zusammenkommen kann, spontane Straßeneinsätze und sowas, auch evangelistisch, Kundgebung. Und das Wichtigste momentan ist für sie also Vernetzung und die haben also eine Deutschlandkarte, wo man überall sieht schon, wo irgendwelche Leute mit denen verbunden sind. Also einfach Empfehlung, sich, wenn sich das anspricht natürlich nur, Christen im Widerstand, einfach in dieser aktuellen Corona-Situation, schau dich da mal um. Da gibt es auch auf der Webseite bei uns ein PDF, das nennt sich Corona-Chronik, das wurde von der Bewegung da gemacht, wo die einfach so ein paar Sachen auch mal dargestellt haben. Verläufe. Wenn es dich interessiert, also einfach guck da, da findest du Infos dazu. Wie gesagt, wir empfehlen diese Webseite von der Vera Lengsfeld für hochwertigen Journalismus und gute Texte und hier die Bewegung Christen im Widerstand natürlich. Mhm. Ne? Okay. Ja, gut, das war das. Und jetzt kommt unsere Freundin Tanja. Ja. Unsere wirklich Freundin Tanja. Erstaunlich, sage ich euch. Das ist abgefahren. Also man muss dazu wissen, die Tanja ist in Johannesburg in Südafrika. Ja. Und in Johannesburg hast du so etwa Faktor 15, 16, was im Grunde genommen der Euro wert ist. Ja, die Währung dort ist Rand, also von der Kaufkraft her, das ist gigantisch. Ne? So, wenn also ein Euro bei uns ist da etwa 15 Rand. Ja, aber auch von vom Kaufwert her ist es um ein Vielfaches höher. Also deshalb war Urlaub in Südafrika immer so billig. Ja. Ne? Aber momentan ist es halt so, dass jeder Euro da wirklich Veränderung bringt. Die hat ganz privat, ganz klein bei sich in Waisenprogramm, Essenprogramm. Ja, einfach Hilfe. Sie hat einfach Hilfe angeboten, weil ihr Herz war so bewegt von dem, was sie gesehen hat, von diesem Lockdown. Ja. Und dass Menschen verhungern auf der Straße, nichts zu essen haben, keinen Anspruch haben,
Essensmarken zu bekommen, Versorgung zu bekommen. Und am Anfang kam einfach... Essensmarken gibt es nicht. Aber es gab ja so eine, für die Einheimischen, hattest du doch gesagt, gab es diese... Nee, das hat aber nicht funktioniert. Ach so. Da war was geplant von der Regierung, das ist aber gescheitert. Okay. Nur da, wo sie wohnt, in dem Stadtteil, da sind extrem viele Leute, die haben in der Gastronomie gearbeitet. Das war komplett, die waren auf einmal von jetzt auf sofort arbeitslos und es gab keinerlei Sozialnetz und so. Und die waren wirklich in Bedrängnis. Ja. Und dann hat sich das rumgesprochen, kamen immer mehr Leute zu ihr, teilweise stundenlang gelaufen. Mhm. Die hat es dann letztlich so gemacht, dass sie um 6 Uhr morgens, machen sie das auf, da standen Leute seit 2 Uhr nachts. Mhm. Es ist Winter in Südafrika, ja? Ja, es ist sehr, sehr kalt. Auf der Südhalbkugel, ne? Mhm. Es ist kalt. Und wir haben eben einfach angefangen, uns für sie Geld einzusammeln. Das fing an mit GoFundMe, das ist so eine Spendenseite, wo man heute noch... spenden kann, ja, dann direkt über PayPal, wer ein PayPal-Konto hat, kann sie unterstützen und dann eben haben wir ein Bankkonto freigeräumt für sie und haben gesagt, okay, das nehmen wir dafür, dass man da auch was hinspenden kann und da, das also, dass man viele. Auf das Bankkonto Geld überweisen kann und wir überweisen das per PayPal an die Tanja. Wir überweisen das weiter. Und über PayPal deshalb, weil das ist mit Abstand die billigste Lösung und die ist sicher und relativ zeitnah, das ist sehr gut. Und die Infos dazu, die findest du auch auf unserer Webseite, da haben wir ein Projekt Tanjas Armenspeisung in Südafrika, so heißt das. Wenn du auf der Webseite gehst, ganz unten, musst runter scrollen, da findest du die Infos, da findest du auch die Links und wenn du mich anschreibst, kriegst du auch die Bankverbindung mitgeteilt, ne? So, also da wollen wir dich herzlich einladen, das zu unterstützen. Die Sache ist die, das ist kein Spendenprojekt offiziell von Gottes Haus. Wir können keinerlei Spendenbescheinigung dafür ausstellen. Das ist eine reine private Sache. Gottes Haus ist nicht in der Lage, Spendenbescheinigungen für Sachen ins Ausland auszugeben. Das haben wir von der Satzung her nicht. Wir können nur für unsere eigene. Also wenn du bei Gottes Haus spendest, wenn du... spendest hier, damit der Livestream ordentlich funktioniert für die Technik oder whatever, dann können wir von Gottes Haus natürlich dir eine Spendenbescheinigung selbstverständlich aufstellen. Ja. Ja. Und genau, also wie gesagt, da ist die Tanja und wir haben einen kleinen Videoclip, den hat sie uns vorbereitet und ich hoffe, das klappt jetzt, dass wir den einspielen können. Jetzt sind wir gespannt, ob die Technik funktioniert. Hallo liebe Leute, ich kann es nicht glauben, aber noch eine Woche ist vorbei hier bei unserem Viva Melville Food Project, wo wir für arme Leute hier in Südafrika Ernährung finden und zusammenpacken und am Donnerstag geben wir das aus. Heute haben wir wieder einen neuen Hochpunkt erreicht und das ist, dass wir 400 Speisepaketen zusammen getan haben heute und morgen geht es wieder. Jetzt wieder weiter. Wir möchten einfach ein riesen Dankeschön sagen. Dieses Montag, als wir 6 Uhr morgens angefangen haben, um Tickets auszugeben, damit die Leute am Donnerstag ihren Paketen kriegen können, waren schon über 450 Leute hier, 6 Uhr morgens, die auf uns gewartet haben. Einige davon haben uns erzählt, dass sie schon seit 2 Uhr morgens hier gewartet haben, in der Hoffnung, dass sie dieses dass sie dieses Lebensmittelpaket kriegen können. Können wir überhaupt nicht machen ohne die wunderbaren Leute, die das möglich machen. Wir können es nicht glauben eigentlich, wie das so weiter vorangeht. Und wir danken dem Herrn vom ganzen Herz, dass er uns wunderbare, geniale Partner gebracht hat in Deutschland und überall. Vielen Dank und wir werden mal weitermachen, bis es wieder hier hoffentlich gut geht in Südafrika. Dankeschön und bis nächste Woche. Tschüss. So, jetzt habt ihr mal die Tanja erlebt
Und ihr seht, das ist eine völlig normale Frau, die einfach ein weites Herz hatte für die Not um sie herum. Und das Interessante ist, dass sie sogar schon, weil das einfach so gewachsen ist, im nationalen Fernsehen, also die waren gekommen. Wobei der Sender hat auch seine Zentrale in dem gleichen Stadtteil, das muss man dazu sagen. Aber immerhin, die haben das gefilmt. Und aus dem Nachbarstadtteil kamen jetzt schon ein Haufen Leute, die sich zusammengefunden haben. Die haben gedacht, hier, wir wollen das ähnlich machen, informier uns, wie das ist. Also das greift schon um sich. Tanja hat also jetzt insgesamt, denke ich mal, in dieser Woche etwa 450 Essenspakete ausgegeben. 450, das ist schon was. Aber 450 Essenspakete heißt, für jedes Essenspaket sind das ja... Das sind die Mahlzeiten für eine ganze Woche und dann für die ganze Familie. Also mal 4, 5, 6 Leute oder mehr. Also insgesamt, sagt sie, hochgerechnet haben sie etwa 150.000 Mahlzeiten. Ja. Als kleines privates Projekt schon in die Wege geleitet. 150.000 Mahlzeiten, dass Menschen nicht verhungern müssen. Das ist wirklich etwas, was uns echt bewegt, weil in den Familien sind auch meistens einige Kinder, auch ganz kleine Kinder. Und diese Mahlzeiten, die bestehen ja auch aus diesem Maismehl, aus Gemüse, Früchten und sowas. Mhm. Und sie achten darauf, dass das auch ein bisschen ausgewogen ist, sofern das in diesem Ding möglich ist. Doch, aber es gibt inzwischen Leute, die schenken auch mal was. Ja, dann kommt mal da haben sie einer, mal Rucksäcke geschenkt bekommen. Ja, oder ein paar hundert Kilo Orangen oder so. Ja. Also einfach, weil es sich ein bisschen rumspricht. Und ihr habt gesehen, die sind in einem Gemeindegebäude von einer Baptistengemeinde, das ist da ein paar hundert Meter von Tanjas Wohnort entfernt, wo die einfach dann hingegangen sind und die Gemeinde hat gesagt, wir helfen euch. Und das ist auch inzwischen, damit das rechtlich und finanziell alles in Ordnung ist, unter einem Dach von einer gemeinnützigen Organisation, diese Viva, das ist eine Freundin von ihr, da ist sie drunter geschlüpft, einfach damit das mit Geldwäsche und was nicht alles, also dass das sauber ist und von daher, also eine Sache, die wir extrem empfehlen können, aber es ist privat, also du musst es wissen, wenn du das unterstützen möchtest, keine Spendenbescheinigung, nichts, das ist dein Geld, das geht mit Abzug von minimalsten Beträgen für den Transfer zu 100%, also oder 99,9% geht das da unten hin und liegt dann in der Hand von der Tanja. Und was da passiert, das überlassen wir ihr. Sie schreibt uns ja immer wieder und sie ist so dankbar. Ich glaube, ohne euch wäre das wirklich... Schon zum Erliegen gekommen, wirklich nicht möglich gewesen, das muss ich echt sagen. Das stimmt, das stimmt. Und wir danken euch, dass ihr habt eure Herzen bewegen lassen für diese Sache, wo es wirklich um Menschenleben geht und... wo wir echt keinen Anteil mehr haben. Du gibst dein Geld weg und es ist weg, aber du hast damit Anteil wirklich an einem großen Segen. Der Herr sieht's und er sagt, was ihr den Geringsten unter meinen Brüdern getan habt. Okay. Ne? So, also finde ich einfach gut. So, bevor wir hier gleich loslegen, das möchte ich nicht verpassen, das möchte ich jedes Mal machen. Hier nochmal der Hinweis auf unseren Freundesbrief mit dem prophetischen Wort vom April. 26. April, Wort an das Volk Gottes in Deutschland. Wir haben die Prospekt, also diesen Freundesbrief, diese Flyer inzwischen wieder da. Wenn du den haben möchtest für Hauskreis oder sonst was, kannst du den gerne in beliebiger Größenordnung bei uns bestellen. Mhm. Schicken wir dir zu, kostenlos. Und dieses wunderbare Heftle, 36 Seiten, Spirit-filled. Mehr als 10.000 Mal verschickt? Nee, weit mehr. Verschenkt? Weit, weit mehr. Haben wir also als evangelistisches Werkzeug, was du also gerne bei uns kostenlos erhalten kannst, um es einfach weiterzugeben, Menschen damit zu segnen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wie gesagt, hier gibt es ein Übergabegebet, auch für Leute, die einen Neuanfang mit Christus machen wollen, eine Entscheidungskarte und so weiter. Also etwas, was wir sehr, sehr empfehlen. Im ähnlichen Umfang wird auch die Broschüre übrigens sein, die wir in einigen Wochen auch dann kostenlos verschicken mit den prophetischen Worten über das, was Gott zu Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, dem deutschsprachigen Europa und darüber hinaus sagt, was ich zusammengetragen habe, ist kurz davor in den Druck zu gehen. Also es läuft. Prophetische Rede. Es wird wirklich gut. Also das wird dich richtig segnen. Ne? Also ist noch nicht verfügbar, aber... In wenigen Wochen kannst du das bei uns auch kostenlos bestellen.
Und genau wie den Spaziergang schicken wir das dann einfach von Herzen gerne zu. Von dem Spaziergang hatten wir schon echt gute Rückmeldungen. Jemand, der sich aufgrund dessen, dass er so ein Heft geschenkt bekommen hat, sich wirklich bekehrt hat und uns angeschrieben hat, ob wir eine Bibel haben. Man kann das kaum glauben, dass es das in unserem Land schon wieder gibt. Man muss eigentlich sagen, schon wieder. Die Leute haben nicht mehr das einfach so zur Verfügung, dass man eine Bibel zu Hause hat. Und jemand hat uns angeschrieben, oder ja, waren schon einige, dass sie wieder neu zu Gott zurückgefunden haben, dass sie diese Ernsthaftigkeit empfunden haben und ihr Leben wieder ganz neu Gott anvertraut haben. Und manche haben geschrieben, ich habe das Übergabegebet, weil wir das ja, haben wir das letzte Mal gemacht, da haben wir das ja vorgelesen, ich habe das mitgebetet und es ist mir so wichtig geworden. Also wenn du diesen Spaziergang jemandem weitergibst, dann bitte bete dafür. Bete für die Person, der du das gibst. Und glaube daran, dass der Heilige Geist dich führt zu der Person, die es wirklich braucht. Ja. Wo es zum Leben kommt. Wo dieser Same, den du ausstreust, aufgeht und Leben für die Ewigkeit hervorbringt. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Lest du es selber erstmal. Gerade in der jetzigen Phase, wo ja die Leute doch immer noch viel Isolation und so weiter haben, ist das wirklich etwas, was ein super, super Werkzeug ist, um Menschen zu erreichen. Ja, auch die Stimmung, die so im Land ist. Es ist ja immer noch viel mit Angst, viel mit Vorsicht, viel Ernst. Also so ein kritischer Ernst ist so spürbar. Und die Leute suchen nach Hoffnung, nach Ermutigung, nach etwas, wo sie sich festhalten können, weil mittlerweile fängt das schon an, diese Suche nach dem, was wirklich zählt. Und die Menschen haben gemerkt, wie schnell die Dinge sich verändern können. Du und ich, wir haben das auch gemerkt. Und dass wir uns nicht einfach so bewegen können, dass wir nicht einfach selbstbestimmt mehr leben können, sondern viele suchen jetzt nach einem Anker. Und wir wissen, du und ich, wir wissen, dass der einzige Anker, der das Lebensschiffchen festhalten kann, dass der wirklich nur Jesus selbst ist. Amen. Und deshalb machen wir das. Wie gesagt, die Verheißungen oder Prophetien sagen, es wird weitergehen mit den Erschütterungen. Ja. Das heißt, die Leute werden noch mehr fragen, sie werden tatsächlich auch in der Sinnkrise kommen. Ja, da sind die Prophetien sehr deutlich. Wenngleich wir auch schon über den Hitzesommer gesprochen haben, der jetzt ja scheinbar in weiter Ferne ist. Ja. Also, aber es ist, der Sommer ist erst ein paar Tage alt. Warten wir es mal ab. Also das prophetische Wort war ja, dass es zu einer extremen Hitze kommt. Und dann haben wir natürlich Ausschau gehalten, wann fängt es an, Und jetzt ist es ja immer noch so, dass es... Aber warte mal, die Wettervorhersagen international, die haben das alle aufgegriffen und haben auch davon gesprochen. Und jetzt, das stimmt. Aber jetzt, abwarten. Wait and see. Abwarten, wie es sich entwickelt. Also wir können in 2 Monaten wieder reden, ob es einen Hitzesommer gegeben hat oder nicht. Also du hast dein Klimagerät nicht umsonst besorgt. Sofern wir du eins auch hast. Eins. Okay, gut. Hast du noch was? Wir können jetzt anfangen. Okay, wir fangen jetzt an und zwar, das sag du doch, dann wenn es dann dran ist. ich hatte am Anfang gesagt, das Thema heute, das ist etwas, was uns beiden absolut du kennst das von einer Tür. Die Tür ist meistens in so einem Scharnier drin, genau. Sie öffnet die Tür, also die Tür wird geöffnet und geschlossen und das Scharnier regelt das. Und die Sache mit dem Heiligen Geist, das ist in unserem Leben so etwas gewesen, wie dieses Scharnier, was die Tür für uns weit aufgemacht hat. Und was auch dazu geführt hat, dass wir zu diesem Spruch gekommen sind, Gott hat mehr für dich.
Das ist ein ultimatives Erlebnis auf unserem Glaubensweg gewesen. Und wir beide wollen heute Abend darüber sprechen. Wie gesagt, es kann sein, dass du aus einem Hintergrund kommst, wo du sagst, das ist komisch, da trete ich einen Schritt zurück und da habe ich Angst oder so. Interessant finde ich immer, dass eigentlich in der Bibel beschrieben wird, dass der Heilige Geist uns leitet, dass er uns in alle Wahrheit leitet, dass er der Fürsprecher ist, der Ratgeber, der alles in unserem Leben quasi diese Türangel ist. Und der uns in alle Wahrheit leitet. Richtig. Alle Wahrheit. Alle Wahrheit. Wenn man ihn nicht hat, ja, dann ist man für allen Irrtum offen. Ja, das glaube ich. Und dieser Heilige Geist ist gefürchtet und trotzdem sind wir ohne ihn machtlos und ohne seine Kraft und ohne diese Dinge, die er uns mitteilt, kriegen wir vielleicht gar nicht mit, wo der Feind uns attackiert, wo der Feind sich an uns ranschleicht, an uns, an unsere Kinder, an Beziehungen, an Finanzen, an all diese Dinge. Und wir sollten Ausschau halten nach dem, was er uns geben will und gegeben hat. Wir werden mit ihm die Geheimnisse aus dem Herzen des Vaters erfahren. Mit ihm ist es so leicht, die Pläne Gottes für unser Leben zu hören, zu empfangen, zu wissen und in diesen Plänen vorwärts zu gehen. Ja. Und wenn wir den Heiligen Geist ablehnen, dann leben wir, das möchte ich ganz deutlich sagen, wir leben in der Gefahr, dass der Feind die Pläne, die er gegen uns schmiedet, leichter durchsetzen kann. Da fällt mir gerade was ein. Ja. Ich darf dich mal unterbrechen. Ja, gerne. Da ging in einer sehr, sehr konservativen Gemeinde ging auch dann die Diskussion über den Heiligen Geist los. Und dann war es so, dass einer der Ältesten gesagt hat, also wir sind jetzt all die Jahrzehnte ohne den Heiligen Geist ausgekommen, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr. So, ja. Das ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Ja. Eine Gemeinde ohne Heiligen Geist. Wie gesagt, wenn er derjenige ist, der uns in alle Wahrheit leitet, dann ist ohne Heiligen Geist bist du für allen Irrtum, alle Verführung, alle Probleme offen. Ja, auch für... Ist der Geist Gottes. Hallo? Ja. Gottes. Gottes Geist, der uns leitet. Und wenn du den ablehnst, ja, dann hast du echt ein Problem. Und ich glaube, das ist dann wie, wenn du in einem Raum bist und du machst das Licht aus. Und dann wird es sehr schwierig, sich in diesem Raum zurechtzufinden. Und Gott hat sich einfach was dabei gedacht, dass er uns die Verheißung des Vaters geschenkt hat. Das ist ja dieses, wo wir neulich drüber gesprochen haben, an dem Passamal, beziehungsweise am Sedermal, dass da die Verheißung des Vaters angekündigt wurde. Und die Verheißung des Vaters gab es zu Pfingsten. Und das war diese Gabe des Heiligen Geistes. So, wir wollen in diesem vollen Evangelium unterwegs sein und das wollen wir heute euch vorlegen. Du kannst immer selber eine Entscheidung treffen. Du musst selber, ja, eine Entscheidung treffen. Und Gott achtet unsere Entscheidungen. Ja. Aber überlege dir gut, wie und für was du dich entscheidest. So, mir helfen ganz oft Beispiele, Dinge des Glaubens zu erfassen, Dinge des Reiches Gottes zu erfassen. Und ich habe einen Vers gelesen in Apostelgeschichte 17, Vers 27 und 28. Und zwar spricht da Paulus in Athen. Und das war damals dieses Athen in der Antike, diese Provinzstadt, wo Bildung zählt. Also du kannst es dir ähnlich wie bei uns vorstellen. Also Provinzstadt ist nicht richtig. Naja, gut. Das war das New York von damals, ja. Okay, dann sagen wir mal das New York von damals, aber trotzdem auch in dem Denken. Ich habe gedacht, ja, wir kommen noch da drauf. Es wurde Handel getrieben, Geschäfte gemacht und er war jetzt auf dem Areopag. Das ist eigentlich der Platz gewesen, wo die Mächtigen von Athen quasi die Politiker sprechen durften. Und was mich da eigentlich gewundert hat, ist, dass die Paulus tatsächlich haben reden lassen.
Denn in der Stadt ging die Kunde um von dem Paulus, dass er einen neuen Gott verkündigen würde. Und jetzt wollten die Leute eigentlich wissen, was ist denn das? Und das hat mich eigentlich gewundert. Deswegen habe ich gesagt, so eine Provinzstadt. Wenn das so eine Metropole gewesen ist, dann wundert es mich, dass die so ihn da haben kommen lassen und sprechen lassen. So, also gerade da so, im, der Mann hatte was zu sagen, das war gut. Im Zentrum der Meinungsmacher durfte er reden. Und Paulus wollte von Gott sprechen. Er wollte, also von Paulus wissen wir ja, er hat jede Gelegenheit genutzt, über Gott zu sprechen. Jede Gelegenheit genutzt, das Evangelium unter die Leute zu bringen. Und er wollte, dass die Athener Leute wissen, Gott ist Gott für jeden erlebbar, für jeden zu ergreifen. Dieses Retterleben von Jesus kann jeder haben. Und das war das, was er unbedingt durchbringen wollte. Egal, was es für Leute waren, arme, reiche, gebildete, einfache, mächtige und weniger mächtige, auch die aus der zweiten und dritten Reihe. Also nicht die, die immer vorne als die Macher sprechen durften, sondern eben die, die in der zweiten Reihe waren. Und Paulus wollte sein Zeugnis geben. Und in dem Zusammenhang fiel mir auf, hey, dein Zeugnis hat Kraft. Denk nicht, dass wenn du mit irgendjemand über Jesus sprichst, dass das nur so, ach, ist doch nichts. Das stimmt nicht. Dein Zeugnis hat Kraft. Deine Worte haben Kraft. Sie senden das Wort Gottes aus. Und das geht auf und bringt Frucht. Und so war es bei Paulus auch. Er wollte, dass die Menschen diesen Gott Israels kennenlernen, dass sie wissen, dieser Gott ist real. Das ist nicht wie die Statuen, die die Athener alle aufgebaut hatten, sondern er hat sich seinem Volk Israel geoffenbart und er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, dass er Herr und Retter für alle geworden ist. Und jetzt könnte, kann, sollte dieser Jesus Christus Herr sein für jeden, der Paulus zuhört. Deshalb sagt er in dem Vers 27, Gott ist nicht ferne von uns. Manchmal denken Leute, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo Gott ist und was ist mit Gott. Und viele Leute sind gottgläubig, aber sie können nichts damit anfangen, weil sie denken, Gott ist irgendwo. Er ist weg, er ist ferne von uns. Und trotzdem heißt es hier in dem Vers 27, dass sie den Herrn suchen sollen, ob sie ihn doch fühlen und finden möchten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Und dann kommt dieser Vers 28 und um den geht es mir eigentlich heute. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch etliche Poeten bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Er wollte damit einen Vergleich zu dem schaffen, was die Athener so im Hinterkopf hatten, wo ihre Poeten, ihre Leute schon drüber gesprochen hatten. Und er wollte sagen, Jesus ist der, in ihm, in Gott leben, weben und sind wir. Und dieser eine Satz, der hat mich schon so lange beschäftigt, weil es heute Abend auch um dieses geht, um dieses Ganze in Gott, in Jesus, in dem Heiligen Geist leben, weben und sind wir. Und eigentlich ist ja dieses Wort, was eigentlich am meisten in der Lutherbibel geschrieben ist, dieses in ihm leben, weben und sind wir. Dieses Weben, das ist uns ja so fremd. Wir benutzen das nicht in unserem Sprachgebrauch. Denn dieser Begriff verwoben sein in ihm, das benutzen wir nicht. Wir sagen höchstens verbunden sein oder verankert sein oder so. Eigentlich bedeutet das so viel wie verflochten, verschränkt, durchwirkt, ineinander gewoben, verfestigt, zusammengefasst.
Und wenn etwas miteinander verwoben ist, also wirklich ineinander, dann ist es ganz eng und nicht voneinander trennbar, kaum noch unterscheidbar zusammengefügt. Und Paulus benutzt dieses Beispiel aus dem alltäglichen Leben eines Webers. So, und dann habe ich euch hier das mitgebracht. Wir kennen das nämlich auch nicht mehr so. Dieses Weben ist uns total fremd. Und hier habe ich euch ein Stück Stoff, also ein Webstoff mitgebracht, wo man ganz deutlich sieht, es gibt zwei unterschiedliche Fäden. Das eine ist der Kettfaden und das andere ist der Schussfaden. Und in diesem hier, in diesem Buchumschlag, den mir meine Freundin geschenkt hat, da ist das ganz deutlich zu sehen, dieses Verbundensein, dieses Zusammengewebtsein, Zusammengepresstsein. Heute hat man ganz andere Möglichkeiten als damals. Heute werden Stoffe hergestellt, die so eng gewebt sind, so wie dieses Stück Stoff hier. Das ist mit Kunststofffäden gewebt. Dass man überhaupt nicht mehr feststellen kann, was ist denn der Kettfaden und was ist der Schussfaden, wie funktioniert dieses Stück Stoff. Das ist so miteinander verbunden, dass es aussieht wie zusammengepresst. Und heute sind geniale Stoffe möglich. Schau, dieser Stoff hier, der ist mit metallischen Fäden gewebt, aber auch gewebt. So, und dieses in ihm Leben, weben und sind wir. Das heißt, unser ganzes Leben, alles, was wir sind, alles, was wir haben, alles, was wir denken, unser ganzes Herz, unsere Gefühle, unsere Gedanken, alles muss so eng mit ihm verwoben sein, zusammengepresst, nicht mehr auseinanderzukriegen, nicht mehr unterscheidbar. Das muss alles eins sein. Und der uns dazu hilft, Entschuldigung, das ist der Heilige Geist. Er schafft dieses Zusammenwirken. Er ist der Weber in unserem Leben, der den Herrn mit uns zusammenbringt, der diese beiden Fäden so zusammenbringt, dass sie eins werden, der das untrennbar macht. Und das ist mir ein großes, gutes Beispiel. Quasi Herz zu Herz, in miteinander zusammengefügt, verwandelt werden in sein Ebenbild. Wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, wovon ich mal ausgehe bei den Zuhörern, die zu uns geschaltet sind, wenn er wirklich der Herr in deinem Leben geworden ist, dann beginnt dieser Prozess des Verwobenseins mit ihm. Dann beginnt das, dass jeden Tag quasi dieser Faden hin und her gewoben wird, dass du ganz eng mit ihm zusammenkommst und dass er mit dir zu einem Ganzen wird. Und der Heilige Geist ist der Ratgeber, der dich darin unterstützt, dass du Christus ähnlicher wirst, dass er der ist, auf den du schaust und von dem deine Kraft kommt, in den Dingen deines Lebens, in den schmerzhaften Prozessen, in der Schwäche, die du jetzt erlebst, in der Krankheit, durch die du jetzt durchgehst, mit den Dingen, an denen du wirklich leidest, an vielleicht den Entscheidungen deiner Kinder, an dem Leben, was du bei deinen Kindern, bei deinem Ehepartner siehst. Du siehst, wie die Dinge sich ergeben und wie die Dinge ablaufen, und du brauchst dieses Verwobensein mit Christus. Du brauchst es, mit dem Herrn so eng zusammenzulaufen, dass du nicht mehr von ihm getrennt werden kannst und dass nichts dich von ihm trennen kann. Wir lesen in Römer 8, dass es heißt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, nichts, nichts kann dich trennen von ihm. Und Gott hat schon immer diesen Plan für dich gehabt. In Jesaja 49 heißt es,
Gott hat mich schon im Mutterleib berufen. Als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Oder in Psalm 139, Vers 13, da heißt es, du Gott hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Mein Gebein war dir nicht verborgen, da ich im Dunkeln gebildet wurde. Kunstvoll gewirkt in Erdentiefen. Da hast du dieses gleiche Beispiel von diesem Verwobensein. Zusammengefügt sein in Gott, in Christus, in diesem ganz engen. Und darum geht es uns heute Abend, dass du wirklich spürst, ich muss in diese Einheit mit dem Heiligen Geist hinein und dass er dir Leben schenkt in Ewigkeit und du ihm immer ähnlicher wirst. Amen. Amen. Also das ist ja wirklich ein sehr treffender und cooler Vergleich mit dem Stoff. Na? Verwoben sein mit ihm. So eng, der Heilige Geist und wir, Jesus und wir, der Vater und wir, da gibt es, da soll es keinen Unterschied geben, sondern wir sollen zusammenkommen mit ihm. Wie eins. Du siehst überhaupt nicht mehr, das ist ein Stoff, eine Fläche. Eine Fläche. So verwoben. Das ein Herz. Gut, sehr gut. Ja. Ja. Okay. Wir wollen heute ein super wichtiges, super spannendes Thema, was uns sehr auf dem Herzen liegt, mit dir einfach bewegen. Ihr habt das in der Ankündigung ja schon gesehen. Wir sprechen heute über das Thema Geistestaufe, über das Thema Zungenrede, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, was hat es damit auf sich, wie ist das mit diesem Reden in anderen Sprachen, anderen Zungen. Ja, dann haben wir geschrieben, es ist wie eine Tiefenbekehrung, was bedeutet das? Genau. Und eins möchte ich vorwegstellen. Es gibt sehr viele Christen, aber fast auch nur in der westlichen Welt, die sagen, die Geistesgaben, das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes hat mit der Zeit der Apostelgeschichte aufgehört. Das stimmt. Das wird theologisch gerechtfertigt mit einem ziemlich gebastelten, gekrampften System. Mit sehr, sehr viel menschlicher Interpretation und Lehre. In der Bibel findest du sehr wenige Aussagen dazu, eigentlich fast nichts, wo dargelegt wird, dass eben das sozusagen nur für die Urgemeinde war. Die hatten die Bibel noch nicht. Ne? Und weil sie die Bibel nicht hatten, brauchten sie halt diese übernatürlichen Bestätigungen. So, als die Bibel dann durch den Kanon irgendwann fertiggestellt war, so sagen sie, war das Vollkommene gekommen und das Stückwerk hörte auf. Und das Stückwerk sind die Krafterweise und die übernatürlichen Dinge des Heiligen Geistes. So, und da gibt es also diese Christen und die sagen, Prophetie hörte auf, Zungenrede hörte auf, alles hörte auf, was da an diesen Geistesgaben da war. Und wenn heute Leute kommen und darüber sprechen oder das gutheißen oder das gar einsetzen, dann ist das die große endzeitliche Verführung. So, und vielleicht kennst du Leute, die das so sehen, beziehungsweise in dieser theologischen Richtung geprägt sind. Die ist recht neu, die ist erst 150 Jahre alt. Also früher gab es diese Art von Verständnis gar nicht. Aufgrund von dieser Sichtweise werden und wurden natürlich Christen immer und immer wieder in den letzten Jahrzehnten beleidigt, beschimpft, ausgegrenzt, aus den Gemeinden rausgeworfen, tatsächlich verfolgt, wenn es um das Thema Heiliger Geist ging. Das Thema Heiliger Geist war und ist das Stressthema. Ne? So, aber diese Menschen wussten, sie haben etwas gefunden, eine super wichtige, super geniale Sache, eine herrliche biblische Wahrheit. Sie wussten, sie haben etwas und das, was sie hatten, war ihnen wert, eben diese Repressalien zu erdulden, weil sie gesagt haben, diese Wahrheit gebe ich nicht dran. Und leider, gibt es zahlreiche Gemeinden, die dieses Erbe, was vor 100 Jahren, vor 80 Jahren, vor 50 Jahren unsere Eltern im Glauben, sage ich mal, unsere Vorfahren im Glauben errungen haben, einfach drangeben.
Das wird auf dem Altar der Beliebigkeit so geopfert. Ja, da hast du Gemeinden, da ist Zungenreden beispielsweise verpönt oder prophetisches Reden, das ist nicht theologisch abgelehnt, aber das macht man nicht, weil man will ja relevant sein, man will ja akzeptiert sein, man will aufgrund von irgendeiner Einheit mit irgendjemandem das nicht thematisieren, weil das ist ja eben ein Stressthema. So, und das ist sehr bedauerlich, weil da werden super wichtige, geistliche, geniale Sachen, die der Herr der Herren und der König der Könige für uns hat, durch seinen Geist, einfach so dahingegeben. Und gleichzeitig erleben wir eine super Schwäche, ein super niedriges Niveau des geistlichen Lebens in unserer Nation. Und das sollte sich ändern. Denn Gott hat mehr für uns. Amen. So, ich möchte erstmal mein Zeugnis so ein bisschen erzählen und dann ist Sigrid dran. Die wird da dran anknüpfen. Also, ich bin Christ geworden in einer, ja, so einer regionalen Jugendarbeit, die war im Rahmen der Landeskirche eigentlich angesiedelt, ein bisschen wie CVJM, so von der Art her. Und ja, bin dort, habe mich bekehrt, habe mitgearbeitet, war alles super. Wir haben viele Jugendeinsätze und so weiter gemacht, Freizeiten und so. Bin dann später in eine evangelikale Gemeinde hineingegangen bei uns am Ort, die ein kleines Städtchen, da gab es nur diese eine Gemeinde und die war aus dem Pietismus gekommen, war auch super. Wir haben da viele Jahre mitgearbeitet, ich war 7 Jahre Ältester, obwohl ich noch ziemlich jung war, in dieser Gemeinde und alles war eigentlich bestens. Und irgendwann einmal, und das ist, ich würde mal sagen, so 92, 93 etwa gewesen, da geschah etwas in mir und ich habe einen Hunger nach dem Heiligen Geist, einen Hunger nach Gott entwickelt. Ich habe nach mehr verlangt, ich habe gedacht, es muss mehr geben. Das kann doch nicht alles sein, was wir hier erleben. Das ist doch unmöglich. Ich habe die Bibel gelesen und dachte, das ist ja ein krasses Missverhältnis zwischen dem, was die Bibel berichtet und dem, was wir hier an geistlichem Leben erfahren, was ich sehen konnte. Ja, weil ich habe in der Bibel all die genialen Dinge gelesen, die Gott uns gibt und so wenig war davon zu sehen, so wenig war davon verfügbar. Ne? Es wurde auch überhaupt nicht darüber gesprochen. Das Thema war überhaupt nicht präsent. Ne? Es war jetzt auch nicht so, dass das abgelehnt worden ist, im Sinne von, wir sind dagegen, ganz und gar nicht. Ja? Das war theologisch ja auch nicht einfach wegzukriegen. Sondern es war eher so, dass es ausgeklammert worden ist. Das war, da hat kein Mensch drüber geredet, das gab es nicht. Und irgendwie fiel das komplett unter den Tisch. Ne? Aber wie gesagt, ich hatte dann in der Bibel gelesen und da dachte ich mir, hier stimmt was nicht. Und wie so ist, dann fängt man an, sich auszustrecken, mal ein paar Veranstaltungen besucht, die jetzt von der Gemeinde aus nicht angekündigt wurden. Ne? Und da gab es dann Büchertische und dann hat man mal ein paar Bücher sich gekauft. Und ich habe mir ein Buch gekauft, nämlich dieses. Dieses Büchlein hier, Dennis Bennett, Bitten um den Heiligen Geist. Ein sagenhaft hässliches Cover. Und dieses Buch, das ist also aus den 80ern. Ne? Dieses Buch, das hat mein Leben revolutioniert. Bitten um den Heiligen Geist gibt es nicht mehr. Aber abwarten. So, und dieser Mann, dieser Dennis Bennett, war ein amerikanischer Pastor aus einer ganz konservativen Bewegung. Und der hat im Rahmen der charismatischen Bewegung einfach angefangen, über Geistestaufe zu lernen. Der hat Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen in die Erfahrung der Geistestaufe geführt. Also der Mann weiß, wovon er redet. Ne? Dieses Buch habe ich also gelesen und es ist eigentlich ein Buch, wo das er für Leiter schreibt, weil da werden also alle möglichen Fragen hinten beantwortet, beispielsweise die eben so normalerweise den Leuten gestellt werden, ja, wie ist das mit dem und wir haben gehört, dass das und was ist mit, wenn jemand mit diesen und jenen Argumenten kommt, das war alles, das, was mich dann auch interessiert hat. Super Buch, wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr verfügbar, der Verlag ist schon seit Jahrzehnten nicht mehr da oder seit vielen Jahren nicht mehr da, sagen wir mal, und
Jemand hat mir das Buch mal eingescannt, also nicht dieses, sondern hat das gleiche gehabt, hat es eingescannt und ich habe davon ein PDF. So, jetzt weiß ich zwar nicht, ob das rechtens ist, dass ich einfach hier ein PDF von dem Buch weiterschicke, aber ich denke, es ist ganz im Sinne von dem Autor. Also, falls dich das interessiert, kannst du mich anschreiben, dann kriegst du kostenlos das PDF. Also, ist nicht entgeltlich, aber verfügbar. So, nur, dass ich es gesagt habe. Ich habe das Buch mitgenommen zu einer Geschäftsreise. Und ich weiß noch, es war kalt und es war hundsmiserables Wetter. Und ich habe dann, das war so eine Messe, die wir besucht haben als Aussteller. Und Aufbau und so weiter. Und ich habe mich abends dann in ein Restaurant gesetzt und dieses Buch gelesen, also fertig gelesen. Und dann dachte ich, Herr, weißt du, es spricht ja eigentlich nichts dagegen. Ne? Ich habe das jetzt hier gelesen, habe das kapiert. Wo soll das Problem sein? Und habe dem Herrn gesagt, also wenn es dir jetzt recht ist, fangen wir einfach an. Und ich habe einfach den Mund aufgemacht und es war da. Das fand ich bemerkenswert. Ich habe das Buch gelesen und es ging los. Mein Leben hat sich innerhalb von wenigen Tagen komplett verändert. Es war sagenhaft. Ja? Ich war innerhalb von Minuten war ich komplett begeistert, war glücklich, ich hätte die Welt umarmen können, hier, weil auf einmal etwas aus mir herausbrach von diesem Zungenreden. Ich war begeistert, ich war absolut glücklich. Es war wie wenn ein Schalter umgelegt ist und auf einmal etwas freigesetzt war in mir. Und was interessant war, es war eine echte Liebesbeziehung zum Herrn, die auf einmal da war. Und die auch nie wieder weggegangen ist. Die in der Form früher nicht da war. Ja? So, also für mich war das ein geniales Erlebnis. Ich bin da im Grunde genommen durch die Stadt geschwebt und über diese Messestände da geschwebt und so weiter. Ich war so glücklich, ich war so verändert. Es war gewaltig. Und ich habe auch Dinge auf einmal verstanden, Zusammenhänge, die vorher eben so noch nicht klar waren. Und es hat mich sehr, sehr gesegnet und ich habe nie aufgehört, daran festzuhalten und damit weiterzugehen. Obwohl es natürlich diverse Leute gab, die mir diverse Sachen versuchten zu erzählen. So, dann irgendwann war natürlich die gute Messe vorbei und ich fuhr nach Hause. Ich war also glücklich, habe zu Hause begeistert erzählt, ja, und meine Frau so richtig volle Breitseite mit meinem Enthusiasmus. Und ich wusste natürlich schon, in der Gemeinde muss man vorsichtig sein. In der Gemeinde, das hatte ich dann schon mitgekriegt, das Thema muss man vorsichtig sein. Aber es war halt so, die haben das dann schon mitgekriegt. Ne? Nach ein, zwei Gottesdiensten, nach ein, zwei Sonntagen war es so, die haben sich gedacht, oha, da ist doch was bei dem Baron, da ist doch irgendwie was anderes. Ich habe kein Wort gesagt, aber die haben das schon so gemerkt. Und dann kam natürlich der Pastor. Der Pastor kam, hat sich eingeladen bei uns und bla bla, bis es dann irgendwann aus ihm herausbrach. Also das war wirklich etwas, was sich aufgestaut hatte. Und zwar schoss es aus ihm heraus, wer hat dir die Hände aufgelegt? Ich war sehr verblüfft, weil in unserer Gemeinde habe ich niemals auch nur ein Sterbenswörtchen über Hände auflegen gehört. Ich kannte das Thema nicht, war bei mir nicht momentan. Gab's nicht. Nichts, null. Also gar nichts. Ja? So, und von daher dachte ich, sehr sonderbar, Hände auflegen. Ganz eigentümlich. Und dachte, niemand. Das hat ihn schwer irritiert. Dann habe ich gesagt, ich habe ein Buch gelesen. Hab mir das angeguckt, hab's verstanden und hab's einfach gemacht und zwar da. Hier, das hat ihm seine Theologie geschrottet. Der war richtig konsterniert, das hat ihn richtig erschüttert. Ne? Das Interessante war, ich habe dieses Buch dann hinterher verschiedenen Leuten zum Lesen gegeben und bei allen hat's genau, oder bei den meisten, die ich es gegeben habe damals, so von dem Kreis in der Gemeinde, bestimmt 10 Leuten, bei denen hat es genauso funktioniert. Die haben es gelesen, die haben es kapiert und es war da. Ja. Die haben einfach den Mund aufgemacht. Dass sie in Zungen beten konnten. Ja, genau, das meine ich. Also, dass sie, ja, freigesetzt, also komme ich gleich noch zu. Geistestaufe, wo das freigesetzt ist. Von diesem Pastor, das Interessante ist, du brauchst keinen, der dir die Hände auflegt, um die Geistestaufe zu empfangen. Ne? Es ist schon da, aber dazu kommen wir gleich. Ich also begeistert komm nach Hause und versuche, meine Frau zu überzeugen. Ja.
Also für mich war das sehr herausfordernd, weil ich kam aus einer sehr wortgläubigen Gemeinde. Ich bin in ein gläubiges Elternhaus hineingeboren, in den Dingen des Glaubens aufgezogen worden. Und eigentlich war meine kleine Welt mit meinen Kids, es war alles total in Ordnung. Und ich war auch mit dem, wie wir in der Gemeinde mitgearbeitet haben, in der Frauenarbeit und Kinderarbeit und dem ganzen Gemeindeleben, ich war eigentlich recht zufrieden. Und dann kam Martin nach Hause mit dieser Message: Hey, ich habe was ganz Geniales erlebt. Und dann hat er mir sein Zeugnis erzählt und dann habe ich gesagt: Echt, mach mal vor. Und dann hat er mir, hat er gebetet, in Zungen gebetet und ich dachte: Ach du meine Güte, ja, ja. Und dann hat er gesagt: Hey, das brauchst du auch. Und ich dachte: Nee, das brauche ich gar nicht. Ich habe alles. Ich bin bekehrt, ich bin gläubig, wir arbeiten in der Gemeinde. Die Familie ist top. Ich brauche das nicht. Doch, hat er gesagt, du wirst einen ganz anderen Horizont haben. Dein Glaubensleben wird viel intensiver werden. Und ich: Nö, also intensiveres Glaubensleben brauche ich nicht, da habe ich auch gar nicht so viel Interesse dran. Also wenn der Herr meint, dass ich intensiveres Glaubensleben brauche, dann kann er mir das ja geben. Dann brauche ich ganz bestimmt nicht sowas. Und ich war so richtig, je mehr er erzählt hat von dem, wie er mit dem Herrn jetzt ist und wie sein Glaubensleben sich verändert und wie er in Zungen betet, desto mehr habe ich gesagt: Das brauche ich nicht. Ich habe schon alles. Du kannst dein Ding haben, aber ich brauche es nicht. Und weißt du was? In unserer Gemeinde hat nie jemand davon irgendwas erwähnt. Also, das, was ich von meiner Gemeinde her weiß, reicht mir. Und das reicht mir bis in die Ewigkeit. Und er hat mich dann erst mal ein bisschen in Ruhe gelassen, erst mal runterkommen, nicht so bedrängen. So, es verging eine Zeit und ab und zu hat er mal einen kleinen Vorstoß gewagt. Hey, hast du mal drüber nachgedacht? Hab ich, brauche ich nicht. So, und er merkte wohl, wenn er mir zu viel zusetzt, dass ich dann irgendwie mehr dicht mache. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass tatsächlich sein Glaubensleben und so dieses ganze emotionale, gefühlsmäßige, so was ich an ihm kannte, dass das verändert war. Martin war oft sehr herausgefordert durch die Firma, die er geleitet hat. Und es gab viele Probleme, viele Sorgen, viele Nöte. Und ich habe ihn öfter sehr zurückgezogen und einfach so frustriert erlebt. Und das war alles weg. Ja, es gab mal Sachen, wo er gesagt hat, oh, das läuft nicht gut und das läuft nicht gut. Aber dieses Gebetsleben, was er dann erlebt hat, das dominierte. Das kam immer mehr raus. Und ich dachte, na gut, also ja, warten wir es mal ab. Aber dieses Abwarten war nicht so, dass das bei ihm irgendwann aufhörte oder nachließ, sondern die Intensität nahm eher zu. Und dann wurde ich neugierig und dachte, na gut, dann probiere ich das auch. Und dieses probiere ich mal auch hatte nicht funktioniert. Weißt du, warum nicht? Weil es war nicht mein Herzensverlangen, sondern es war wie so ein, naja, wenn er das will, dann mache ich das eben, dann, ja, dann funktioniert es bei mir eben auch und dann ist das alles, das kannst du dir sparen. Also wenn du das nur tust, um jemand anderem einen Gefallen zu tun, dann ist es zu wenig. Du musst schon ein inneres Verlangen dazu haben und das hatte ich nicht. Und so habe ich angefangen zu beten: Herr, warum ist das denn bei mir so, dass ich das ja eigentlich, also gut, ich will es ja machen, um dem Martin einen Gefallen zu tun, aber ich weiß, es funktioniert ja so nicht, mach du doch mal was. Und tatsächlich hat der Herr angefangen, mir einen Hunger ins Herz zu geben, dass ich mein Glaubensleben verändert sehen möchte. So in der Zeit haben wir
Kontakt zum Glaubenszentrum Bad Gandersheim bekommen und ich habe dort die Leiterin und ihren Mann und ihre Eltern kennengelernt und auch die Mitarbeiter dort in der Zeit. Und ich merkte, hey, die haben das Gleiche wie der Martin. Die sind einfach Feuer und Flamme und die gehen nach vorne und die stehen wieder auf und die hören nicht auf und die attackieren den Feind und die haben viel mehr als ich. Und die haben viel mehr als ich jemals dachte, dass ich bräuchte. Und trotzdem war in mir etwas wie ein Feuer gelegt, dass ich dachte, so wie die, so will ich auch sein. Das, was die haben, das brauche ich auch. Ich brauche das für mich. Ich brauche es für mich und mein Leben mit Jesus. Das muss eine Veränderung kriegen. Ich kann nicht so einfach weitermachen. Und bei einer Konferenz, dann wurde ein Aufruf gemacht, nach vorne zu gehen, wenn man diese Gabe des Heiligen Geistes haben möchte. Mittlerweile hatte ich schon eine ganze Menge erlebt und ich hatte auch Leute gehört, die gebetet haben in Zungen und ich dachte, oh Herr, bitte nicht so eine schreckliche Sprache. Bitte nicht sowas, dass ich mich nicht trauen würde, laut zu beten in Sprachen, weil sich das so komisch anhört. Und der Herr ist wirklich ein Schätzchen, das kann ich dir sagen. Er hat mich in dem Punkt wirklich später dann sehr beschenkt. Ich bin also nach vorne gegangen und eine Mitarbeiterin hat für mich gebetet und ich habe dann den Mund, sie hat immer gesagt, mach doch den Mund auf und das kommt schon. Und ich habe Mund auf und es kam nichts. Und dann dachte ich, oh nein. Und weißt du, schon kam der Feind an und hat gesagt, bei dir funktioniert es eben nicht. Du bist nicht gut genug und du bist auch jetzt nicht so vorbereitet genug und du hast wahrscheinlich gar nicht genug Hunger, um sowas zu empfangen. Und bei dir sind so viele Blockaden, Gott kann dir das gar nicht geben. So quasi so ein bisschen, du bist nicht würdig genug. Dann kämpfte ich innerlich mit meiner Enttäuschung. Die Mitarbeiterin sagte, hey, bleib dran. Und ich war so im Stress, dass ich einfach dachte, oh Mann, Herr, entweder machst du was oder ich gehe hiervon weg und es funktioniert tatsächlich nicht. Aber es kamen dann zwei kurze Silben aus meinem Mund, die ich wirklich nicht geformt hatte, die ich nicht gedacht hatte, die ich auch nicht sagen wollte. Und ich dachte, was ist das denn? Aber die Mitarbeiterin sagte, ja, genau. Und sie war voll Enthusiasmus und endlich. Und sie hat den Herrn gepriesen. Und ich dachte, aha, so ist das also. Und so. Und sie sagt, ey, mach weiter. Und so bin ich halt dann, ich habe eine Entscheidung getroffen, tatsächlich. Das muss man, dass man das, was man dann hat, dass man es festhält und in dem Beten drin bleibt. Und wenn das nur zwei Silben sind, mach weiter. Ich bin also von diesem Abend weggegangen, bin nach Hause gegangen und habe immer nur die zwei Silben gehabt. Ich habe im Bett gelegen und habe gedacht, Herr, ist das wirklich alles? Der Martin, der hat so viel mehr. Also bei dem hört sich das aber ein bisschen anders an. Und dann fing schon der Heilige Geist in mir an zu sprechen und zu sagen, ich habe die Quelle in dir geöffnet und ich werde dir mehr geben. Ich habe mehr für dich. Bleib dran, ich beschenke dich. Ich öffne diese Quelle und sie wird zu einem Strom in deinem Leben werden. Und so hat der Herr dann mich geführt, dass der Heilige Geist immer mehr Raum in mir, ich habe wirklich Raum gemacht für ihn. Weißt du, mein Denken war von dem, was ich über viele, viele Jahre in der Gemeinde gehört habe, das war auch so gelenkt, das war nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass das falsch gewesen ist. Ich bin zutiefst dankbar für diese Zeit, für die Gründung im Wort Gottes. Aber ich wusste, Gott hat mehr für mich. Und so habe ich angefangen und es hat sich entwickelt. Und Martin hat das vorhin schon beschrieben, dass es eine ganz neue Liebesbeziehung gab. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, dass ich im Auto nach Hause gefahren bin und ich konnte das erste Mal aus vollem Herzen sagen,
Jesus, ich liebe dich. Und das war nicht nur so ein Kopfding, sondern es war total meine Liebeserklärung und die kam durch das Wirken des Heiligen Geistes. So, das war mein Zeugnis, das ich euch mitgeben möchte in diesem Thema. Tja, sehr schön. Sehr schön. Okay. Wir werden heute viele, viele Bibelstellen anschauen. Von daher ist es gut, wenn du dir einen Stift nimmst und die mitschreibst oder in der Bibel nachschaust. 1. Korinther 6, Vers 17. Eine ganz zentrale Stelle. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ist ein Geist mit ihm. Wenn du dem Herrn anhängst, bist du ein Geist mit ihm. Was heißt das? Das heißt, du bist wiedergeboren, du gehörst zum Herrn, du hängst ihm an, ja, im Sinne von Bestandteil des Körpers, ja, ein Glied am Leib, ne, wie es die Bibel nennt. So, und wenn das der Fall ist, dann bist du ein Geist mit dem Herrn. Wer real wiedergeboren ist, ja, eine neue Kreatur geworden ist, ist ein Geist mit dem Herrn. Und das ist etwas, was wirklich wichtig ist. Das ist nicht irgendwas, was irgendwann mal passiert, sondern was jetzt passiert ist, wo du wiedergeboren worden bist. Du bist bereits ein Geist mit dem Herrn. Der Geist Gottes ist bereits in dir. Es ist der Geist des Herrn, mit dem du eins bist. Der muss in dir sein. So, ohne Errettung, Erlösung, Bekehrung, Wiedergeburt, Neugeburt, wie immer man das nennen will, ja, ist eine Geistestaufe komplett unmöglich. Du musst erst einmal diesen ersten Schritt haben. Du musst erst mal eins werden mit dem Herrn durch eine Neugeburt. So, wenn du das aber hast, wenn du sagst, ja, ich bin von Neuem geboren, weißt du was, dann ist der Rest zum Thema Geistestaufe oder Zungenrede oder prophetisches Reden oder ja, aber der Erkenntnis oder was auch immer, Heilung, Befreiung, alles, die Gaben des Geistes, die Dinge, die er durch uns tun möchte, ist eigentlich nur eine Frage der Erkenntnis, der Lehre, des Verständnisses, der Offenbarung. Ja? Und genau da setzt der Feind an. Genau da arbeitet der Feind massiv dagegen, wo er durch irgendwelche schräge Theologie, durch irgendwelche komischen Befürchtungen, durch irgendwelche Ängste, genau da ansetzt und das versucht, in ein ganz, ganz abstruses Licht zu bringen. Ja? Dann kommen irgendwelche Schauergeschichten, ja, wo irgendwas mal passiert ist von irgendjemand, der angeblich gehört hat, wie jemand in Zungen gesprochen hat und dann war aber ein Missionar da und der konnte die Sprache und der hat gesagt, das hier macht der verfluchte Herrn und all solche Sachen. Weißt du was? Frag nach, wann das war, von wem das war, in was für einer Gemeinde war und so weiter. Lass es dir verifizieren und du wirst feststellen, es wird nie verifiziert werden können. Es ist einfach nur ein Gerücht, eine Schauergeschichte. Ja, und so ist das mit diesen ganzen Sachen. Ne? Oder wie bei Sigrid. Ja? Du musst erst heiliger werden. Du bist nicht gut genug. Du bist nicht würdig genug. Das ist nur für andere, nicht für dich. Und da möchte ich sagen, denk doch mal an letzte Woche. Psalm 23 mit dem gigantischen Tisch. Genau das war die Methode des Feindes. Das ist nicht für dich, was der Herr hier für dich hat. Das gilt für andere, aber nicht für dich. Du bist nicht würdig, dich hier zu bedienen. Du bist nicht würdig, der davon zu nehmen. Das ist immer die gleiche Lüge des Feindes. Der Herr hat es für dich. Es ist sein Geist für dich. Und nicht nur das, sondern der Geist Gottes ist schon in dir, wenn du wiedergeboren bist. Alles, was passieren muss, ist, dass das freigesetzt wird in dir. Ja, es ist alles da. Du musst es nur nehmen. Also, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Okay. In der Bibel gibt es zwei, im Neuen Testament, große Kapitel über die Gabe des Zungenredens. Und das ist 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14, diese beiden Kapitel. Und die werden sowohl von den Befürwortern wie auch von den Gegnern zitiert. Wenn du dir einen Stift geholt hast, dann kannst du aufschreiben, dass du das mal nachliest zum Thema Taufe im Heiligen Geist, Apostelgeschichte. Alles in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1 bis 18, insbesondere Vers 4.
Kapitel 10, Vers 44 bis 48. Dazu gehört auch Kapitel 11, Vers 15 und Kapitel 19, Vers 1 bis 7. So, das sind also wichtige Bibelstellen zu diesem Thema in der Apostelgeschichte. Okay, du kennst bestimmt die Aussage Taufe im Heiligen Geist. Taufe im Heiligen Geist, die Geistestaufe. Ne? Gut, wir gebrauchen lieber den Begriff Freisetzung des Heiligen Geistes, weil wir überzeugt sind, dass wenn jemand wiedergeboren ist, es ist ein Wirken des Heiligen Geistes und der Heilige Geist ist in den Menschen, wie gesagt, ein Geist mit dem Herrn. Ja, der Mensch und der Herr, weil er zum Leib Christi gehört, neu geboren ist, eine neue Kreatur ist. Okay, Freisetzung dessen, was schon in dir drin ist, in dem Menschen drin ist. Aber, wie gesagt, die Bibel spricht sehr viel hier von Geistestaufe, von der Taufe des Heiligen Geistes. Nun, was heißt das eigentlich? Was ist eigentlich Taufe? Da gibt es den griechischen Begriff Baptizo und der ist folgendermaßen zu verstehen. Das ist ein Eintauchen. Okay, das können wir noch nachvollziehen. Ne? Taufen ist Eintauchen. Also nicht mit ein bisschen Wasser besprengen, so mit Wasser in Berührung kommen. Nein, sondern Eintauchen, Untertauchen, Überfluten, auch Sinken. Also wenn die Griechen gesagt haben, das Schiff ist gesunken, dann haben sie gesagt, das Schiff ist getauft. Abgesoffen. Ne? Abgesoffen. Überwältigt worden von dem Wasser oder was auch immer. Überwältigt worden. Oder auch komplett durchtränkt. So ein abgesoffenes Schiff ist auch komplett im Wasser. Innen Wasser, außen Wasser, komplett Wasser überall. Und so ähnlich ist das auch. Komplett durchtränkt. Und das wird beispielsweise gebraucht, wenn Stoff in so eine Färbflüssigkeit kommt, wenn der gefärbt wird. Ja, Stoff hatten wir ja vorhin schon. Wenn der gefärbt wird, dann kommt er in diese Flüssigkeit und er wird getauft in der Flüssigkeit und er nimmt die Farbe und so weiter von der Flüssigkeit an. Das nennt man auch Taufen. Und exakt das ist es, was es hier auch, um was es geht. Eintauchen, überwältigt werden, absaufen. Ja, komplett durchdrungen werden vom Geist Gottes. Gut, das ist schwierig zu erklären für jemanden, der das nicht persönlich einmal erlebt hat. Aber wenn du es erlebt hast, dann weißt du es. Nicht wahr? Johannes der Täufer hat beispielsweise gesagt, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Nun, jetzt gibt es Leute, die sagen, das ist eins. Die Taufe im Heiligen Geist und im Feuer ist eins, die Feuertaufe. Und andere sagen, könnten auch zwei Sachen sein. Die Geistestaufe und es gibt nochmal etwas extra, wo man im Feuer Gottes getauft wird. Gut, soll jetzt nicht unser Thema sein. Diese Bibelstelle von Johannes findest du in Matthäus 3, Vers 11. Oder sehr ähnlich in Lukas 3, Vers 16 oder Markus 1, Vers 8. Jesus dann hat es sehr, sehr ähnlich gesagt. In Apostelgeschichte 1, Vers 5 wird auch nochmal zitiert, in Apostelgeschichte 11, Vers 16 hat er gesagt, Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Also hier hat es eine sehr, sehr ähnliche Formulierung von Johannes dem Täufer und dann von Jesus, der das aufgegriffen hat. So, wenn du jetzt wiedergeboren bist, ist der Heilige Geist in dir. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass du völlig von dem Heiligen Geist erfüllt bist. Du hast den Heiligen Geist in dir. Aber du bist noch nicht durchflutet, durchtränkt, überwältigt von ihm. Und weißt du was? Das liegt an dir. Das liegt an dir. Denn du entscheidest, wie weit du dem Heiligen Geist Raum in dir gibst. Stell dir vor, du hast eine Wohnung oder ein Haus. Der Heilige Geist ist eine Person. Der kommt nicht wie Nebel oder irgendwie dubiose Energie oder sowas, so teilweise. So nach dem Motto, er ist jetzt 40% da. Nein, er ist wie eine Person. Er ist ganz da oder gar nicht. Der kommt nicht prozentweise. Er ist eine Person. Entweder ist er da oder er ist nicht da. So, und wenn du wiedergeboren bist, ist er da. Ganz einfach.
Ne? In jedem wiedergeborenen Christen ist er drin. Aber die Frage ist, welchen Raum gibst du ihm denn in dir? Was gestattest du ihm denn, wie er in deinem Leben sich bewegen darf? Ne? Du hast alles vom Heiligen Geist, aber die Frage ist, wie viel von dir hast du dem Heiligen Geist gegeben? Hat der Heilige Geist alles von dir? Wie weit er freigesetzt ist in deinem Leben, hängt wirklich an dir. Und meistens beten wir, Herr, ich will mehr von dir. Das ist okay, wenn man das so formuliert, aber das hat so einen quantitativen Touch, ja, als ob da irgendwie mehr volumenmäßig zur Verfügung steht. Das ist eigentlich nicht richtig. Eigentlich ist es, dass du sagst, ich will dir mehr Raum in mir geben, erfülle das. Ja? Ich gebe mich dir mehr hin, gebrauche mich mehr und so weiter. So, wenn der Heilige Geist jetzt also beispielsweise in deinem Lebenshaus ist, dann ist er vielleicht nur in irgendeinem Raum. Im Dachgeschoss oder im Keller. Und da ist er drin. Und in den anderen Räumen eben nicht. Ne? Vielleicht, ich denke, das ist bei vielen Christen der Fall, ist er so im allerhintersten Kabuff, hinter Verstand, hinter Wille, hinter Emotionen, irgendwo ganz hinten, im letzten Räumchen. Es liegt an dir, wie weit du ihm in deinem Lebensbereich, in deinem Lebenshaus Raum gibst. Ja? Lass ihn in das Wohnzimmer deines Willens, lass ihn in das Schlafzimmer deiner Emotionen, lass ihn in das Arbeitszimmer deines Verstandes. Lass ihn rein. Es liegt an dir, mach die Tür auf. Ne? Und deshalb ist eigentlich unser Gebet, Herr, ich gebe mich dir mehr hin. Ich öffne mich mehr für dich. Ich gebe dir mehr Raum. Nimm es bitte ein. Ja? Und genau das war das, was ich damals, als ich dieses Buch gelesen habe, verstanden habe. Und deshalb brauchte ich auch niemanden, der mir die Hände auflegt, weil der Heilige Geist war da. Alles, was er wollte, war, dass ich zulasse, dass er durch mich fließen kann und wirken kann. Und das gilt auch für dich, wenn du wiedergeborener Christ bist. Ja? Ich erzähle gerne folgende Story. Ein Freund, wo es auch um das Thema Geistestaufe ging, der sagte, naja, wenn der Herr will, dass ich das habe, dann wird das mir schon schenken. Sigrid hat es ja gerade ähnlich gesagt. So funktioniert das nicht. Der Herr hat schon alles gegeben. Es liegt an uns. Wir entscheiden, wie weit wir uns dafür öffnen. Weißt du, Gott sagt, dass er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Stimmt's? Aber es werden nur die gerettet, die es für sich annehmen. Es werden nicht alle gerettet. Nur die, die es aktiv ergreifen, die es haben wollen, die es nehmen, die sagen, ja, will ich nehme es, die bekommen es. Und genauso ist es auch mit den Gaben des Geistes. Wenn du sagst, ja, Herr, ich will, ich gebe mich dir hin, Hingabe, überzeugt werden, ich lasse es zu, dann beginnt dieser Prozess, dass du es haben willst. Schau, wie Sigrid gedacht hat. Am Anfang hat sie blockiert. Blockiert. Natürlich passiert dann nichts. Jemand, der da Fragen hat, die ungeklärt sind, Befürchtungen, Ängste, aufgrund, wie gesagt, von irgendeiner falschen Theologie oder sonst was, wird nicht so beten, dass es freigesetzt ist in seinem Leben. Er wird nicht so beten, dass es in seinem Leben dazu kommt. Aber wenn er verstanden hat, worum es geht, dann kannst du ganz allein bei dir zu Hause deine Geistestaufe erleben. Ja? Eventuell in der Badewanne oder in der Dusche oder in deinem Bett oder beim Spaziergang oder sonst was. Es ist etwas, was zur Verfügung steht für alle Kinder Gottes. Dessen bin ich absolut überzeugt. Denn Gott achtet unsere Entscheidung. Er achtet unsere Entscheidung. Wenn wir ihm nicht sagen, dass wir ihm mehr Raum geben, achtet er das und er wird uns nicht zwingen. Ja? Oder nur in extrem seltenen Ausnahmefällen. Weißt du, du kannst vor einem wunderbaren Buffet verhungern. Du kannst direkt vor der Quelle verdursten. Ne? Und es liegt an uns, ob wir sagen, nein, ich nehme das, was der Herr für mich hat, ich ergreife es. Gerade uns Deutschen fällt das natürlich extrem schwer, so die Kontrolle abzugeben. Ne? Man gibt ja auch dann Kontrolle ab. Man gibt sich ja dem Herrn hin. Man überlässt es ja ihm. Und dann verlieren wir so unser schönes, selbstgestricktes Ding, wie wir sind und was wir denken und was wir möchten. Ja, so nach dem Motto, nee, brauche ich nicht. Ich habe alles im Griff. Aber Gott vergewaltigt dich nicht.
Wenn wir uns ihm nicht öffnen, wird es nicht passieren. Ja? Er möchte, dass wir uns für ihn öffnen. Und das ist etwas, was du selber entscheiden musst. Es geht also darum, Freiraum zu geben in dir. Und da möchte ich mit dir über etwas nachdenken. Ich nenne das mal das Einfließen und das Ausfließen. Du wirst du gleich verstehen. Das Einfließen und das Ausfließen. Du kennst bestimmt die Story, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs war und dann ist er durch Samaria gezogen und da war diese Frau am Brunnen. Ja, diese Frau am Brunnen, die da mitten am Tag rauskam mit den Ehemännern und so weiter. Und Jesus hat mit dieser Frau da gesprochen. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm, eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Findest du in Johannes 4, Vers 10 und Vers 14. Nochmal. Die waren da ja an der Quelle und Jesus wollte was zu trinken haben, dass die Frau ihm das holt und so weiter. Es ging hier also um dieses Thema Wasser. Und er sagt, wenn du das Wasser trinkst, das ich dir gebe, wirst du in Ewigkeit keinen Durst mehr haben, im Geist natürlich zu verstehen, sondern dieses Wasser, was du trinkst, trinken ist einnehmen, trinken, ja, einfließen in den Körper. Wenn du das trinkst, dann wird das in dir zu einer Quelle werden, Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Also du nimmst etwas auf in dich und das wird zu einer Quelle, wo es herausquillt. Das meine ich mit einfließen und ausfließen. Das Trinken ist das Einfließen und für mich ist das die Bedeutung, den Herrn annehmen, den Herrn akzeptieren, bekehrt werden, wiedergeboren werden. Du nimmst es an. Und dann fließt das in dich hinein, das Wasser des Lebens, ja, der Heilige Geist. So, und dann bewirkt das in dir, dass da eine Quelle ist, von der es ausfließen will. Es soll herausfließen. Und genau das ist diese super wichtige und super bekannte Bibelstelle in Johannes 7, ab Vers 37. Die solltest du dir wirklich merken und anstreichen in deiner Bibel. Da sagt Jesus, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Exakt das Gleiche, was er zu der Frau gesagt hat. Muss bei mir trinken. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe lebendig Wasser. Das ist genau die gleiche Story. Du musst trinken und dann tötet etwas aus deinem Leib. Hier, oben hieß es bei der Frau, in ihm wird eine werden. Und hier sagt es, aus dir werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und der nächste Vers heißt dann, dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Hier, das ist eine extrem wichtige Bibelstelle. Jesus sagt, du musst trinken. Und dann sagt er, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Weißt du was, das behauptet jeder Christ. Jeder Christ sagt, ich glaube so, wie die Bibel es sagt. Ich glaube so, wie dies richtig ist. Sonst wird er sich kaum als Christ bezeichnen. Behauptet jeder von sich. Ja? Ich glaube so, wie die Bibel es lehrt. Und dann sagt er, das Zeichen dafür, ob das wirklich so ist, ne? Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, ne? Ist folgendes. Aus seinem Leibe, nicht Geist, aus seinem Leib, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das ist der Geist. Das Wort, was hier für Leib steht, ist wirklich Bauch. Bauch. Hast du mal darüber nachgedacht, wie komisch das eigentlich ist? Es geht hier um den Heiligen Geist und Jesus sagt, ja, musst das trinken und dann fließt aus deinem Bauch Ströme lebendigen Wassers. Schon komisch, ne? Das ist wirklich etwas, was du geistlich verstehen musst. Lass mich so sagen, du bist wie so eine Tür,
wie so ein Tor, wie so ein, von mir aus, Portal, der Begriff ist ja anderweitig belegt, wo aus dem Übernatürlichen durch den Geist Gottes in dir irgendetwas herausfließt und sich durch dich in der natürlichen Welt manifestiert. Du bist etwas, wo die übernatürliche Kraft, die übernatürliche Wirkungsweise Gottes durch den Geist etwas bewirkt und dann im Natürlichen tut. Ja? So, aus deinem Leib fließen Ströme lebendigen Wassers, Ströme des Geistes. Aus deinem Leib fließt der Geist. Das sagt diese Bibelstelle. Wenn du so glaubst, wie die Bibel es sagt, bist du ein Christ, aus dessen Körper, Body, Leib, Fleisch, ne? Ganz irdisch, wird etwas Geistliches herausfließen. Und das ist der Geist Gottes, das Übernatürliche. Und das gilt für alle Geistesgaben, das gilt für alles, was der Herr uns aufgetragen hat. Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, prophetisch zu reden, zu weissagen und so weiter und so weiter. All das funktioniert genau nach diesem gleichen System. Der Geist Gottes aus dem Übernatürlichen bewirkt es in dir als ein Kind Gottes und bringt es im Natürlichen hervor. Das ist das, was hier das Geheimnis ist. Und genau das ist das, was wir wollen. Was wir wollen. Ja? Der Geist Gottes fließt aus dir heraus. Im Grunde genommen können wir sagen, Christen sind Bürger zweier Welten. Sie leben im Übernatürlichen und sie leben im Natürlichen. Sie leben in dieser Welt und sie leben nicht in dieser Welt. Sie leben in der Himmelswelt. Und das ist es, wenn Jesus sagt, ja, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Oder wenn wir lesen, wir sind Himmelsbürger. Ja, das ist es, was wir sind. Wir gehören zum System des Übernatürlichen, zum Himmel. Und dieser Himmel, weil wir eben noch auf der Erde sind, manifestiert sich durch uns. Und die Werke Gottes geschehen. Das ist das ganze Geheimnis. Und dazu sind wir aufgefordert, dass das fließt, dass das herauskommt, dass genau das in unserem Leben passiert. Und Jesus sagt, das sind diese Ströme. Ströme, nicht nur ein Bächlein, nicht nur ein Rinnsal, nicht mal ein Fluss, sondern Ströme, auch noch Mehrzahl. Ströme. Ja? Aber weißt du was? Das ist nicht das, was du siehst bei vielen Menschen in deinem Umfeld, bei den Geschwistern, in den Gemeinden. Das ist nicht das, was wir erleben in Deutschland. Anderswo ist anders. Ja, wirklich. In anderen Ländern ist es anders. Aufgrund von falscher Prägung, falscher Theologie. Ja, ich hatte dir erzählt, diese Ansicht, dass das alles mit den Aposteln aufgehört hat oder als die Bibel dann soweit war. Oder aus Angst, könnte ja peinlich sein. Ne? Wer weiß, was das für eine Sprache ist. Beispielsweise in dem Buch, hier ist davon die Rede, dass es eine Hottentottensprache oder sowas ähnliches war, das wie der hat er ja geschrieben, da gibt es Schnalzlaute. Ja, sagt, das kannst du gar kaum als Sprache erkennen. Ne? Sagst du, ja, das brauche ich jetzt auch nicht. Ne? Also es gibt da schon Sachen, die könnten peinlich sein. Oder aber, und das glaube ich ist der Hauptpunkt, du hast es einfach nicht gehört. Man hat es dir nicht gesagt in den Gemeinden, wo du warst, wo es totgeschwiegen. So ging es mir. Ich habe das nur festgestellt, weil ich die Bibel gelesen habe und gesagt habe, ist ja eigentümlich, habe ich noch nie was drüber gehört hier. Was ist das denn? Und habe mich dann auf die Suche danach gemacht. Nichts davon gehört in den meisten Gemeinden, ja, was Gott für dich hat. Und das ist wirklich eine Schande. Viele, viele Christen gehen durch ihr Leben, ohne das zu haben, was der Herr für sie hat. Das ist wie in dem Bild von letzten Freitag. Du stehst vor dem schönsten Buffet und du nimmst dir nichts aufgrund von irgendwelchen Einflüsterung des Feindes, der dir gesagt hat, das steht dir nicht zu, nimm es nicht, mach es nicht. Und so stehst du vor dem, was Gott für dich hat, für dich. Und nutzt es nicht und, wie ich schon sagte, kannst vom besten Buffet verhungern. Verhungern. Aber wenn du es empfängst, wenn das in deinem Leben wirklich freigesetzt ist, dann wirst du erleben, es ist wie ein geistliches Leben auf einer anderen Ebene. Es setzt etwas anderes frei. Es setzt eine Liebesbeziehung zum Herrn frei. Es setzt eine Intensität, ja, in der Beziehung zum Herrn frei. Und du erlebst etwas, was unser Slogan ist. Gott hat mehr für dich. Du erlebst real, tatsächlich, Gott hat wirklich mehr für mich. Und diese Wahrheit, Gott hat mehr für dich, ist ja auch durchaus umstritten und umkämpft. Es gibt zahlreiche Gemeinden, die sagen, was du hier kriegst, ist alles. Es gibt nicht mehr. Und wenn dir jemand sagt, es gibt mehr, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Geh ja nicht, du Schäfchen, auf eine andere Weide. Das ist alles giftig, was es da gibt. Nur hier auf unserer Weide gibt es gutes Gras. Stimmt's? Aber ich sage dir eins, Gott hat viel mehr für dich.
Und du wirst dein gesamtes Leben das, was Gott mehr hat und mehr hat und mehr hat und immer noch mehr hat, niemals ausschöpfen können. Ne? Halleluja. Es ist sein Wirken durch dich. So, für uns von Gottes Haus ist diese Freisetzung dieses Flusses, diese Freisetzung dieses Heiligen Geistes, der schon in dir ist, diese Erfüllung, sagen wir mal, der Räume dieses Lebenshauses, diese Freisetzung dafür, dieses Öffnen von den Türen in dir, und der Heilige Geist kann wirklich da dein Lebenshaus, dein Sein komplett durchfluten. Das ist das, was wir die Geistestaufe nennen. Du gibst dich ganz dem Herrn hin und auf einmal durchflutet es dich. Und nicht nur dich, sondern es fließt auch aus dir heraus. Das ist nichts Seelisches. Das heißt, das hat weder was mit dem Verstand zu tun, noch mit deinen Emotionen zu tun, noch dass du das irgendwie willensmäßig hervorpressen kannst. Das hat was mit Hingabe zu tun. Du gibst dich dem Herrn hin, du öffnest dich für ihn, du gibst ihm Raum. Es hat was mit Liebe zu tun, mit Hingabe, mit Vertrauen. Das ist der eigentliche Punkt. Ja? Lass es zu. Lass es zu. Weißt du, der Geist will dich gebrauchen. Er will aus dir herausfließen. Er will dich erfüllen. Er will durch dich Menschen erreichen. Er will es. Ne? Lass es zu. Okay, jetzt ist es so, unsere hauptsächliche Form der Kommunikation als Menschen ist durch Sprechen. Das ist der wichtigste Punkt von Kommunikation. Artikulieren, formulieren, ja, es gibt auch das eigentümliche Wort ausdrücken, etwas ausdrücken, zum Ausdruck bringen. Das ist ja ein komisches Wort eigentlich. Ausdrücken, also du drückst irgendwas raus, wie so ein Zahnpasta aus der Tube ausdrücken. Ja, aber so sagen wir das, es wird etwas ausgedrückt durch die Sprache, herausgelassen, herausgehauen, so in dem Sinne. Ne? Sprechen ist etwas, was nur Menschen können. Kein Lebewesen sonst, also natürliches Lebewesen, Tiere oder was, können das. Geht nicht. Es ist etwas, was Gott gegeben hat den Menschen. Es ist hyperkompliziert. Unsere Tochter ist Logopädin. Hier, die hat mit mir darüber gesprochen, was für ein Wunder es ist, überhaupt sprechen zu können. Hier, das ist gigantisch, unvorstellbar, was für eine erstaunliche Geschichte ist, dass man etwas sprechen kann. Durch das Gehirn, wo irgendwie der Stimmapparat dazu gebracht wird, in entsprechender Weise was zum Ausdruck zu bringen. Gigantisch. Ja, gigantisch. So, und die Stimme, die Sprache und das Sprechvermögen ist sozusagen unser Hauptportal nach draußen. Ne? Es gibt natürlich auch andere Sachen. Musik oder Kunst oder Tanz oder Berührung oder mit den Augen, natürlich, weiß ich. Aber für mich ist der Hauptpunkt der Kommunikation, des menschlichen Ausdrucks, ist tatsächlich Sprechvermögen, Sprache, Stimme. Ne? Gut, und im Neuen Testament, wenn wir uns das anschauen, dann finden wir, dass dieses Sprechen, dieses übernatürliche Sprechen, fast immer mit dieser Geistestaufe, dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist, diesem Freisetzen des Heiligen Geistes verbunden ist. Ja? Sprechen im Übernatürlichen, in übernatürlichen Situationen, in übernatürlichen Worten. Weißt du, wenn wir uns den Jakobusbrief anschauen, der spricht ja über die Zunge oder schreibt über die Zunge. Und er sagt, die Zunge ist böse, die Zunge ist gefährlich, die Zunge ist eine schlimme Sache. Warum? Weil der Feind im Natürlichen unsere Zunge gebrauchen bzw. missbrauchen will. Ja? Er will sie dazu bringen, negative Dinge, falsche Dinge, böse Dinge auszusprechen. Ne? So. Deshalb ist es sehr wichtig, was wir sagen. Was wir sagen, hat schöpferische Kraft. Was wir sagen, hat eine immense Power. Wenn wir Negatives aussprechen, geschieht Negatives. Wenn wir Positives aussprechen, Dinge, Wahrheiten der Bibel, dann kommt das hervor. Deshalb ist es von größter Bedeutung, wie wir beten, was wir sagen, was wir aussprechen, was wir proklamieren, von absolut größter Bedeutung. Nur wenn man jetzt im Heiligen Geist betet, wenn man ihm also gestattet, dass er ausspricht, dass er formuliert, dass er es sagt, dann ist das ein völlig anderes Level, als jeder Mensch jemals sagen könnte. Dann sind das Dinge, die sich auf einem übernatürlichen, göttlichen Level bewegen. Ja? Du sprichst die Wahrheiten Gottes aus.
Und das ist egal, ob man das durch Worte der Erkenntnis macht oder durch Zungenrede oder durch Ausregung der Zungenrede oder durch Prophetie oder was auch immer. Die ganzen Gaben, die diesbezüglich mit dem Sprechen und mit der Stimme verbunden sind. Ne? Das kommt nicht mehr dann aus unserem gefallenen Verstand heraus. Es kommt nicht mehr aus unserem Weltbild heraus, aus unserem Gottesbild, aus unserem bisschen Erkenntnis, was wir haben, aus unserer vielleicht extrem schrägen oder beschränkten Theologie. Es kommt von Gott. Und das ist ein völlig anderes Level und danach sollten wir uns alle ausstrecken, dass wir auf diesem Level wirklich als Christen vorwärts gehen. Das ist das, was der Herr für uns hat. Mensch, unser bisschen menschlicher Verstand, der noch dazu gefallen ist, ey, das ist doch nicht das, wo wir Reich Gottes mitbauen können. Denkst du das wirklich? Wenn du im Geist betest, betest du keinen Quatsch. Und ich sage dir eins, ich bin viele Jahrzehnte Christ und ich habe erlebt, wie Christen den blanken Quatsch gebetet haben. Die haben gebetet und sie haben den blanken Unglauben ausgesprochen, die haben den blanken Kleinglauben formuliert. Ja, sie haben Niederlage gebetet für sich oder ihre Familie. Manches, ich sage dir wirklich ernst, manches, was Christen beten, ist die blanke Selbstverfluchung, weil sie nicht geschult sind, weil sie nicht wissen, was sie eigentlich machen. Ja, negative Bekenntnisse. Auch manchmal Flüche über andere. Ja, oh Herr, ich schaffe es nicht, von dieser Sünde loszulassen. Hey, das ist ein negatives Bekenntnis. Das sprichst du aus im Gebet. Das hat Auswirkungen. Ja, oh Gott, ich werde immer krank sein. Ja, wenn du das so sagst, wird es so sein. Verstehst du, was ich meine? Weil wir nicht geschult sind, sprechen wir oft vom Feind verführt oder von unseren eigenen Gedanken verführt oder was auch immer, Negatives aus. Wir proklamieren das, wir formulieren das, wir beten das. Das ist extrem unweise. Unser Verstand ist gefallen, unsere Erkenntnis ist Stückwert. Wenn wir im Geist beten, läuft das auf einem anderen Level. Dann betet Gott in uns und er betet Dinge, die weit, weit, weit über unseren Verstand hinausgehen. Und das ist wichtig, beispielsweise in der Fürbitte, wenn du keine Ahnung hast für irgendwelche Situationen, wofür sollst du beten? Ja? Was ist hier die beste Lösung? Gibt es immer wieder, auch in der Seelsorge, Fälle, wo du nicht weißt, was mache ich hier? Wie bete ich für diese Situation? Was ist hier die Wahrheit? Wie sieht das wirklich aus? Und dann ist das eine gigantische Möglichkeit des Herrn, die er dir schenkt, richtig zu beten. Denn dann kommt 1:1 der Wille Gottes durch. Wenn der Geist betet und nicht du oder ich. Halleluja. So, und der Feind hasst das, der fürchtet das, weil das ist eine gigantische Macht, eine gigantische Kraft gegen seine Machenschaften. Und deshalb versucht er das zu verunglimpfen, wo immer er kann. Und deshalb ist, so wie es ums Thema Heiligen Geist geht, bricht sonst was los an irgendwelchen Vorhaltungen. Und so wie es um Zungenrede geht, fliegen dir die Fetzen um die Ohren. Also das ist ja interessant, wir haben ja wirklich viele, viele hunderte von diesen Kurzclips über die letzten Jahre gesandt. Also die größte Kritik, die größten Stress gab es immer, wenn wir irgendwas über Zungenrede gesagt haben. Sofort gab es Gegenwind und richtige Beleidigung, Beschimpfung, sonst was. Und viel, wahrscheinlich wird es hier mit diesem Video, oder könnte sein, dass es genauso ist. Ne? So, weil es da sehr viele falsche Vorstellungen gibt, sehr viel falsche Theologie. Ich hatte ja schon davon gesprochen. Gut, also nochmal. Geistestaufe nach unserem Verständnis ist diese Freisetzung des innewohnenden Heiligen Geistes, dem man einfach mehr Raum gibt. Mehr Raum gibt. Ja? Okay. Jesus selbst hat das mit dem Zungenreden verheißen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo wir, zumindest was die Bibel sagt, niemanden haben, der jemals in Zungen geredet hat. Wir lesen das nicht mal bei Jesus. Wir lesen nicht, dass da irgendjemand in Zungen geredet oder gebetet hätte. Und dann sagt Jesus in Markus 16, Abvers 17, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Das ist ähnlich wie das mit den Strömen lebendigen Wassers. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Also wenn du wissen willst, ob jemand glaubt, nach den Absichten des Herrn, wirklich glaubt, dann musst du einfach nur machen, Doppelpunkt, jetzt gucken wir mal, was sind die Zeichen. Wenn die erfüllt sind, dann glaubt er richtig. Oder? Sagt Jesus doch hier. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben.
Halleluja. Kommt zur Konferenz, da wird es passieren. Ja. Dann zweitens, sie werden in neuen Sprachen reden. Er sagt nicht, die können in neuen Sprachen reden oder die haben die Fähigkeit, in neuen Sprachen zu reden, sondern er sagt, sie werden es tun. Sie werden in neuen Sprachen reden. Werden Schlangen aufheben. Okay, das wäre jetzt nicht so meine erste Wahl. Ne? Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn sie etwas Tödliches zu sich nehmen, wird es ihnen nicht schaden. Ich sage dir eins, es kann sein, dass dieser Vers, wenn diese komische Impfung kommt, noch ziemlich wichtig wird für uns. Ne? Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Also Heilung wird ihnen folgen, Befreiung wird ihnen folgen, Sprachenrede wird ihnen folgen. Und dann etwas weiter hinten heißt es, jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Das Wort muss bestätigt werden, wenn es vom Herrn ist. Es muss bestätigt werden durch Zeichen. So, das ist das Zeugnis des Neuen Testaments. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du jemanden, der keine Ahnung vom Glauben hast, das Neue Testament gibt und sagt, lies es durch und sag, ob die Geistesgaben aufgehört haben, er wird niemals zu dem Schluss kommen, dass da irgendwie sich der Herr davon zurückgezogen hat. Das gibt es nicht. Dazu musstest du eine Monstertheologie erfinden, die das irgendwie so hinbiegt. Und dann, ja, wie gesagt, das hat Jesus gesagt, bevor überhaupt irgendjemand in Zungen gesprochen hat oder in Sprachen geredet hat. Und dann, einige Zeit später, wisst ihr alle, vor 2000 Jahren in Jerusalem, kam es dann zu diesem Pfingstereignis an Schawott. Schawott. Hochinteressant. Also Schawott ist wirklich hochinteressant, sich damit zu beschäftigen. Ich spreche über die sieben Feste der Bibel und ihr Geheimnis. Und da ist das in ganz interessanter Weise kodiert mit diesem biblischen Schawott-Fest. Schawott war der Geburtsstunde des Volkes Gottes, Israel. Und es ist genau der gleiche Tag, der die Geburtsstunde der Gemeinde ist. Super, sich damit zu beschäftigen, auch wenn das jetzt nicht unser Thema ist. Vielleicht werde ich mal über die sieben Feste der Bibel mal hier so ein Seminar machen. Gut, okay, dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 4, was da zu Pfingsten geschah. Und sie wurden alle, das waren diese Leute, die da in dem Obergemach waren, wahrscheinlich der gleiche Raum, wo Jesus dieses Sedermahl mit den Jüngern gefeiert hatte, das letzte Abendmahl, ne? Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Man vermutet, dass da etwa 120 Leute zusammen waren, wahrscheinlich war der Raum dann auch bis zur Kapazitätsgrenze gefüllt. Und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Der Geist gibt ihnen auszusprechen. Der Geist gibt ihnen auszusprechen. So, und jetzt möchte ich dir ein super Zeugnis vorlesen. Das hat mich schon immer bewegt. Es ist so grandios. Der Geist gibt auszusprechen. Das heißt, es ist aus dem Geist heraus, es ist nicht aus dem Denken, es ist nicht aus dem Gelernten, es ist nicht aus den eigenen Fähigkeiten. Hier, die Story ist 25 Jahre alt, aber sie segnet mich gigantisch. Und zwar gab es in Ecuador gab es einen Philosophieprofessor, der war Atheist. Ja? Und er war auch im ganzen Land bekannt als Vertreter einer atheistischen Philosophie. Und dieser Philosophieprofessor, der oft rumgereist ist und seine Vortragsreisen hatte, der hat erlebt, dass während er unterwegs war, als er zurückkam, hatten zu seinem Entsetzen sich seine Frau und die beiden Töchter bekehrt. Hilfe. Ja, ein christlicher Missionar hatte die zum Herrn geführt. Die waren Christen geworden. Der war geschockt. Er hat sich gegen jegliche Bekehrungsversuche verwehrt. Es ist verboten, Christentum zu erwähnen, zu sprechen darüber in seiner Gegenwart, in seinem Haus. Er absolut verdrängt. Ne? Gut. Einige Zeit später war er wieder unterwegs. Hat eine lange, lange ausgedehnte Vortragsreise gemacht. Und irgendwann kam er zurück. Und als er zurückkam, war das Haus leer. Die Frau mit der einen Tochter war unterwegs. Aber die Kleine, die war noch da. 6 Jahre altes Mädchen. Ein 6 Jahre altes Mädchen, was sich bekehrt hatte. Und er kommt in das Haus und hört, dass da irgendwie in einem Zimmer leise gesungen wird. Und dann geht er so hin und hört zu. Und er sieht seine Tochter, 6 Jahre, auf dem Boden kniend und singt in Zungen. Und er hört, was sie singt.
Er hört, dass sie Jesus Christus anbetet. In reinstem Latein. Sie war 6 Jahre alt. Sie konnte kein Latein. Aber er konnte es. Er konnte es absolut verstehen, was sie singt. Und er war geschockt. Und dann kam noch einer obendrauf. Die Melodie, in der das Kind gesungen hat, das war eine Melodie, die er vor vielen Jahren als junger Mann selbst komponiert hatte und niemals veröffentlicht hatte. Noch während das Mädchen gesungen hat, hat er sich daneben gekniet und bekehrt. Weil ihn das so gepackt hat, weil es ihn so überzeugt hat. Er wurde Christ und ist heute Pastor einer großen Gemeinde. So, das ist das Zeugnis, wenn der Geist ausfließt. Das ist das Zeugnis, ja, wenn der Geist es gibt, auszusprechen. Es funktioniert nicht über den Verstand, es funktioniert nicht über den Willen, es funktioniert nicht über unsere eigene Anstrengung. Aber es gibt ein Level, das Gott nutzen kann. Es gibt ein Level, auf das wir niemals mit menschlichen Methoden kommen können. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Nun, soweit wir die Apostelgeschichte da lesen, waren das menschliche Sprachen, die zu der Zeit gesprochen wurden. Denn die konnten das ja verstehen. Da waren Juden, die waren dann, was weiß ich, aus Zypern und haben gesagt, hey, die sprechen ja hier in der Sprache von unserer Insel oder wo auch immer. Ja, die konnten das verstehen, das waren Sprachen aus dem Umfeld, normale irdische Sprachen. Gut, etliche Monate später lesen wir dann in dem Bericht der Apostelgeschichte die Story von dem Hauptmann Cornelius. Dieser Cornelius ist von daher sehr wichtig, weil bis dahin galt das nur für Juden oder sagen wir mal für Israeliten, für diejenigen, die da sich bekehrt hatten aus dem bestehenden System der Beschneidung und eben dem Judentum. Die sich da bekehrt hatten, die Christen geworden waren, Judenchristen, heute würde man sagen messianische Juden, die haben diese Gabe eben bekommen. Das war normal, das gehörte dazu. Ja? Und dann auf einmal kam diese Story mit dem Cornelius. Und das findest du in Apostelgeschichte 10, Abvers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, also die Juden, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich. Eine andere Übersetzung sagt, sie entsetzten sich. Ja, die waren völlig konsterniert, die waren völlig geschockt, die waren irritiert. Ja, und völlig von der Rolle, dass auch auf die Nationen, sprich die Heiden, die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn, wenn du die Bibelstelle hast, unterstreicht ihr denn. Denn sie hörten sie in Sprachen reden. Und Gott erheben. Sie haben gehört, dass die den Herrn gepriesen haben in anderen Sprachen, in anderen Zungen. Das war das Zeichen für sie. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser, also für die Taufe, die Wassertaufe, verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Geistestaufe empfangen. Freisetzung des Heiligen Geistes und eben diese Sprachenrede. Später wiederum finden wir in Apostelgeschichte 19, Vers 6 dann die Story, wo Paulus in Ephesus, in der Stadt Ephesus, auf seinen Missionsreisen, Jünger findet, Christen findet, die von der Geistestaufe noch nichts gehört haben. Dann denkst du, vielleicht ist es doch komisch, dass sie das nicht gehört hatten, wenn das so ein Thema war. Also genauso ist es heute. Ich hatte auch nichts davon gehört. Es war einfach nicht Thema. Ne? In der Gemeinde, im Jugendkreis und sonst was. Ich hatte nichts davon gehört. Vielleicht hast du auch noch nichts davon gehört. Und diese hier, die Jungs in Ephesus, hatten auch nichts davon gehört. So, als Paulus ihnen, diesen Jüngern da, die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Das war genau das, was für sie zur Verfügung stand.
Das war diese Freisetzung des Heiligen Geistes. Wir haben also im Neuen Testament immer wieder diese Kombination zwischen Geistestaufe, dieser Freisetzung des Heiligen Geistes und eben der Sprachenrede als quasi das Erkennungszeichen. Ne? So, und jetzt müssen wir einfach wissen, diese Sprachenrede, die ist sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Das kann, wie bei Pfingsten, eine völlig normale Sprache sein. Das kann eine ganz normale Sprache sein, die man hier spricht. Dann sprichst du auf einmal in Chinesisch, ja? Oder in Kroatisch oder in was auch immer. Ne? Das Mädchen hat in Latein gesungen. Gibt es immer wieder, ja? Eine ganz normale heutige Sprache. Es kann aber auch eine Sprache sein, die lange vorbei ist, also Latein natürlich, ja? Lange vorbei ist. Altpersisch, Altägyptisch, irgendeine Inka-Sprache, die es heute nicht mehr gibt, kann ja auch sein. Ne? Es kann eine Gebetssprache sein, die vielleicht sehr sanft ist. Es kann eine sehr kämpferische Sprache sein. Das müssen wir dem Heiligen Geist überlassen. Schau, vor über 110 Jahren gab es aufgrund von Berichten auf dem weltweiten Missionsfeld, dass Missionare auf einmal durch das Wirken des Heiligen Geistes die Sprache des Landes empfangen haben, gab es jemand, der hat gesagt, das ist doch genial. Das ist es, was eigentlich, das ist, was wir brauchen für die Errettung der Welt. Wenn wir eine Missionsschule gründen, die sich genau darauf fokussiert, ja, wir bitten den Herrn, dass er das schenkt, dann wissen wir auch, wo die Leute hingehen sollen. Wenn jetzt jemand, ja, von mir aus Yoruba, eine Sprache, die man in Westafrika spricht, wenn der die empfängt, dann weiß man, der Mensch ist nach Yoruba berufen, nach Westafrika berufen. Da schickt man den hin, der wird da den Dienst haben. Der braucht nichts lernen, der hat's ja. Ja, es ist so viel einfacher. Und daraufhin haben die eine Bibelschule gegründet und diese Bibelschule war in Topeka in Kansas und der Leiter hieß Charles Fox Parham. Und dieser Charles Fox Parham war einer der Väter der Pfingstbewegung und das Ansinnen war eigentlich, eine Missionsschule zu gründen, wo es um den Empfang von einer Sprache ging, die heute real gesprochen wird. Ja, und das ist das, was dann bald drauf schon, wenige Jahre später, in Los Angeles zur Azusa Street Revival geführt hat, wo im Grunde genommen die moderne Pfingstbewegung geboren ist. Ne? Der Ausgangspunkt war, dass man gesagt hat, wir brauchen diese Gabe für die Missionare heute auf der Welt. Und auch heute noch gibt es immer wieder Berichte, dass das tatsächlich passiert, dass Menschen von jetzt auf sofort die Gabe bekommen, komplett in einer Sprache zu sprechen. In dieser Bibelschule, die erste Frau, die das tatsächlich empfangen hat, das war am 01.01.1901, eine Frau, die hat ganz offensichtlich eine chinesische Sprache empfangen. Und es heißt, die konnte 3 Tage lang nur Chinesisch sprechen und schreiben. Die war nicht in der Lage, in einer anderen Sprache zu antworten. Die konnte nur Chinesisch sprechen und schreiben. Hier ist das nicht cool. Da ist doch noch so viel mehr, was Gott für uns hat. Da ist doch ein Potenzial drin, was gigantisch ist. Aber es muss nicht eine, wie man so sagt, lebendige Sprache sein, die es heute gibt. Es kann auch ganz was anderes sein. Es kann eine Sprache sein aus der Vergangenheit. Es kann eine Engelssprache sein, so sagt die Bibel. Es kann irgendwas sein, was der Herr dir schenkt. Ne? Das überlassen wir dem Heiligen Geist. Ja? Er gebraucht unseren komplizierten Stimmapparat, ne? Und er macht das und gibt die Botschaften weiter, wie er will. Für die Fürbitte, für den Lobpreis, für was auch immer. Eine Botschaft weiterzugeben, öffentlich, für Singen im Geist. Und überhaupt, da ist ja ein cooles Beispiel mit diesem Singen. Singen im Geist. Weißt du, man kann sprechen oder man kann sich entscheiden zu singen. Und da ist eine klitzekleine Hürde, die du überwinden musst. Spreche ich oder singe ich? Und genauso, wenn du geschult bist, in einer Gebetssprache zu sprechen, so ist das. Ja, ich kann mich entscheiden, normal zu sprechen. Oh, Shakara Boshiala Masaya Kamanoya Kasambo Mataya Kasu. Es ist etwas, was sofort da ist. Wie du das entscheidest, jetzt spreche ich, jetzt singe ich, so ist das auch da. Es ist etwas, was zur Verfügung steht. Ja, worüber du auch entscheidest, ob du das einsetzt oder nicht. Ne? Das hat auch nichts mit großem Denken zu tun, sondern es ist einfach da. Es läuft nicht über den Verstand. Und du entscheidest,
Du entscheidest, das ist dein Stimmapparat, ob du schnell oder langsam sprichst, ob du laut oder leise sprichst, ja, ob du hoch oder niedrig sprichst, ob du singst oder sprichst und so weiter. Das tust du. Weißt du, bei manchen Leuten, die die Geistestaufe erleben, da ist es hoch und schnell, so richtig brrrt. Das ist nur, weil das irgendwie so freigesetzt ist. Du kannst das modulieren, du kannst sagen, Moment mal, langsam und ein bisschen tiefer und du kannst das entscheiden. Du kannst entscheiden, in welcher Art und Weise du sprichst. Du kannst entscheiden, wie du betonst. Ja? Das liegt an dir. Du bist der Herr über dein Sprechvermögen. Es gibt einen Bericht, den ich mal gelesen hatte, und da war Folgendes. Ein amerikanischer Christ hatte folgenden Fall. Der hatte einen Autounfall, einen schweren Autounfall, und hat durch eine Gehirnschädigung sein Sprechvermögen verloren. Da gibt es auch einen Fachausdruck dafür. Der konnte also nicht mehr vom Gehirn her artikulieren. Die Verbindung durch die Nerven zum Sprechapparat waren zerstört und er konnte nicht mehr sprechen. Weißt du was? Der konnte aber noch in Zungen beten. Warum? Das Zungengebet kommt aus dem Geist, nicht aus dem Verstand. Es kommt aus dem Geist heraus. Der Geist braucht den Verstand nicht. Das finde ich so bemerkenswert. Ja? Gut. Ich bin überzeugt, du kannst sogar trainieren, dieses Beten im Geist immer mehr auch parallel zu deiner Arbeit, zu deinen Sachen, die du machst und so weiter. Man kann, bin ich überzeugt, parallel beten. So, das läuft wie im Hintergrund, würde ich mal sagen. Weil, wie gesagt, dein Verstand kann irgendwas machen, aber der Geist dahinter, den lässt du einfach beten. Es gibt viele Geschwister, die das erfahren haben. Ja? Die können beten. Ich habe von einer Frau gehört, die konnte die ganze Nacht über beten, während sie geschlafen hat. Ja? Die hat das einfach den Herrn darum gebeten, dass das freigesetzt ist, und so ist es geschehen. Also in ihrer Freizeit, in ihrer Arbeit, wo auch immer, kann man den Herrn bitten, dass man kontinuierlich betet, aber nicht aus dem Verstand, sondern natürlich aus dem Geist heraus, dass der Geist in uns betet. Ja? Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Ja? Damit meint er nicht, dass du den ganzen Tag 24 Stunden dich im Gebetskampf befinden musst, sondern das geht doch gar nicht, ist doch völliger Unsinn. Ja? Sondern, dass wir zulassen, dass der Heilige Geist in uns betet. So, jetzt ist natürlich für viele Leute das mit der Freisetzung der Geistesgabe, mit dem Zungenrede, auch schwierig. Vor allen Dingen in der Gruppe ist es schwierig. Und vielleicht gibt es da auch manchmal sehr schräge Sachen. Gerade wenn da so ein Druck ist. Ihr habt ja gehört, wie Sigrid erzählt hat, wie das dann auch komisch war und befremdlich war und nur zwei Silben und man weiß nicht wie. Ja, so, wir haben festgestellt und auch den meisten Leuten gesagt, hey, am besten ist, wenn du mit dem Herrn allein bist. Am besten ist, wenn du entspannt bist, wenn du im Bett liegst und du hast Zeit. Ja? Oder wenn du in der Dusche bist oder einen Spaziergang machst oder im Auto bist. Ja? Und dann einfach lass laufen, lass beten, lass fließen. Ne? Und wie gesagt, in welcher Höhe oder Schnelligkeit oder sowas, das kannst du modulieren. Das ist deine Entscheidung. Ne? Und vielleicht sind es tatsächlich am Anfang nur wenige Silben. Vielleicht ist es wirklich nur wenig. Mach doch nichts. Bleib doch dran, ja, bleib dran. Lass zu, dass der Heilige Geist durch dich auf die Reise nimmst, ja. Du brauchst nicht an einem einzigen Tag perfekt Russisch zu sprechen oder Französisch oder sonst was. Nein, das lernt man nicht an einem Tag, ja. Lass dich führen, geh da immer mehr rein. Lass es zu, dass der Herr dich immer mehr gebraucht. Das ist sehr wichtig. Und man kann auch mehr als eine Sprache haben. Es gibt Leute, die haben beispielsweise eine bestimmte Sprache, um dem Herrn zu preisen, im Lobpreis. Und eine ganz andere Sprache, wenn es ums kämpferische Sachen geht oder um Proklamationen oder wo wirklich man im Gebet einfach vorwärts geht, um Dinge des Reiches Gottes durchzubringen. Es ist ein riesiges Spektrum. Der Herr hat mehr für uns. Viel mehr für uns. Ja? So wie ein Mensch diese Erfahrung, diese Freisetzung des Heiligen Geistes erlebt, so wie das bei ihm freigesetzt ist, so wie diese Sprachenrede beginnt, passiert eine Sache. Immer. Sofort. Der Teufel ist da. Der Teufel ist da. Sofort. Und er sagt, das bist du selber.
Das bist du selbst. Weißt du, was die richtige Antwort ist? Ja, wer denn sonst? Natürlich bist du es selbst. Du bist ja der, der spricht. Blöde Aussage vom Feind. Aber er ist dran und er kommt, um dich zu entmutigen, weil er fürchtet, dass das freigesetzt ist und du auf einem geistlichen Level, in der geistlichen Dimension, übernatürlich in einer Art und Weise vorwärts gehst, die dir bis jetzt verborgen war, die dir nicht geöffnet war. Ne? So, er sagt dir, das klingt komisch. Na und? Er sagt dir, das produzierst du doch nur selber. Na, ist nicht so, es ist vom Geist. Lass dich nicht irritieren. Oder er sagt, das ist albern, hör doch mal, wie sich das anhört. Na und? Bleib dran. Die Entmutigung des Feindes ist unmittelbar da, weil er fürchtet, dass du da den Durchbruch hast. Lass es fließen, bleib dran. Es wird mehr werden. Es wird mehr werden. Und dieses Thema Geistestaufe, dieses Thema Freisetzung des Heiligen Geistes ist so ein Stressthema in der westlichen Christenheit. Anderswo ist das nicht so. Ja, in Südamerika oder in Afrika, da ist das nicht so. Und da ist es auch unter, sagen wir mal, lutherischen Pastoren nicht so. Das ist ganz anders. Ja, oder unter Baptisten oder sowas. Es ist völlig anders. Völlig andere Sichtweise, völlig anderes Verständnis, völlig andere geistliche Vorgehensweise. Es ist nur bei uns so. Und deshalb ist unser Christsein auch so, wie es aussieht. Und das wird sich ändern. Und das hat was damit zu tun, dass wir dem Heiligen Geist mehr Freiraum geben. Ich möchte noch ein paar Bibelstellen mit dir betrachten. Einfach, um das Ganze nochmal abzurunden. Wie gesagt, zwei Kapitel, die das Thema umreißen. 1. Korinther 12, 1. Korinther 14, dazwischen ist 1. Korinther 13, Hohelied der Liebe. Ne? So, denn, ach jetzt, 1. Korinther 14, Abvers 14. Denn, wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Amen. Aber mein Verstand ist fruchtleer. Der ist ausgeschaltet, der macht nichts. Was ist nun? Also ist das ein Argument? Was ist nun? Und dann sagt Paulus, ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Sehr gut. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Hervorragend. Er spielt die beiden Sachen nicht gegeneinander aus. Er sagt nicht, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Er sagt nicht, du darfst nur im Verstand beten. Sondern er sagt, nein, beides ist gut. Nutz deinen Verstand, aber lass den Geist auch fließen. Ne? So, und so viele Pastoren sagen, bloß nicht den Geist wirken lassen. Es muss auf dem natürlichen Verstandeslevel bleiben. Das ist echt schlecht. 1. Korinther 14, Vers 5. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Sagt Paulus. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Warum? Weil er weiß, dass es gut ist. Er weiß, dass es die Leute vorwärts bringt. 1. Korinther 14, Vers 18. Ich danke Gott. Ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Wie ich schon sagte, wahrscheinlich dieses freigesetzte Beten ohne Unterlass, dieses einfach im Hintergrund, sage ich mal, den Geist beten lassen, den Heiligen Geist. So sagt er in Epheser 6, Vers 18 beispielsweise, mit allem Gebet und Flehen bete zu jeder Zeit im Geist. Bete zu jeder Zeit im Geist. Amen. Dann eine sehr wichtige Stelle in 1. Korinther 14, Vers 4. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Das heißt, er wächst. Deshalb sagen wir, er kommt auf ein neues Level. Er wächst im Geist. Er kommt empor. Der Geist betet wahrscheinlich für ihn, also die Person, dass sie emporkommt, dass sie wächst, dass sie stärker wird, dass sie klarer wird, dass sie Weisheit bekommt, dass sie die Dinge Gottes versteht und so weiter. Weißt du, er baut sich selbst. Das heißt, es ist für dich. Wenn du in Zungen betest, ist es in erster Linie für dich. Es ist ein Segen für dich. Es ist etwas, was Gott für dich hat. Im Sinne von, Gott hat mehr für dich. Und wenn du da reinkommen willst, bete in Zungen, dann wirst du merken, er hat mehr für dich und du kommst da immer mehr hinein. Dann haben wir hier in Judas 20 auch so eine Bibelstelle. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch. Erbaut euch, ne? Das ist genau das, was Paulus gesagt hat. Erbaut euch selbst. So sagt auch Judas hier. Erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben.
betet im Heiligen Geist. Ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Es erbaut dich, es tut deinen Glauben stärken, es gibt dir Segen, es bringt dich voran, es bringt dich auf ein neues Level. Ne? Dann diese bekannte Bibelstelle in Römer 8, Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich's gebührt. Genau, was ich vorhin gesagt hatte, wenn du in der Fürbitte bist, du weißt es oft nicht. Du weißt es oft nicht, wofür sollst du beten. Du hast, die Informationen sind nicht schlüssig. Du weißt nicht, wie ist die Situation. Ja? Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichem Seufzen. Manchmal ist es wirklich, auch in der Zungengebet, ist es einfach nur ein Seufzen oder ein Weinen oder sonst was, wie der Geist es führt. Da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Aber eins ist klar, und das haben sehr, sehr viele Geschwister erfahren, das Beten wird ganz leicht. Es ist kein Krampf mehr, es ist keine Anstrengung mehr, es ist kein Mühsal mehr, sondern es wird leicht. Es ist ganz leicht. Weißt du was, als ich dieses Buch damals, weitergegeben habe, was die Antwort war von den meisten, die haben gesagt, das Beten ist so leicht geworden. Es ist so leicht geworden, den Herrn zu preisen. Das war die Resonanz, die ich am meisten bekommen habe. Ja? 1. Korinther 14, Vers 2, wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Geheimnisse zu Gott, Gebet zu Gott, reden mit Gott, das nennt man Gebet. Ne? Wir reden zu Gott, wir beten zu Gott, die Geheimnisse Gottes. Er hilft uns, die richtigen Dinge zu beten. Das ist so wichtig und notwendig. Okay, es gibt noch weitere Bibelstellen. Ich werde euch hier noch weiter damit versorgen. Da finden wir in 1. Korinther 12, Vers 10 über verschiedene Geistesgaben. Einem anderen aber Wunderwirkung, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Hier ist von Mehrzahl die Rede. Verschiedene Arten von Sprachen, es gibt unterschiedliche Arten von Sprachen, wie ich vorhin gesagt habe. Kann eine normale, aktive Sprache sein, die vielleicht in deinem Nachbarland gesprochen wird. Es kann auch etwas sein, was eine ganz andere Sprache ist, die schon lange nicht mehr existiert. Oder wie gesagt, vielleicht sogar eine Engelssprache oder sonst was. Es kann irgendetwas sein. Es gibt verschiedene Arten von Sprachen. Dann finden wir in 1. Korinther 14, 1, Vers 5, das nochmal geballt. Ich habe da schon verschiedene Sachen daraus vorgelesen. Jetzt nochmal im Zusammenhang. Strebt nach der Liebe. Wichtig. Eifert aber nach den geistlichen Gaben. Also nach der Liebe streben und nach den geistlichen Gaben eifern. Ja? Wenn jemand sagt, du sollst dich um die Liebe kümmern, super. Paulus fordert uns auch auf, aber auch um die geistlichen Gaben. Besonders aber, dass ihr weissagt. Er sagt, das ist das Beste. Prophetisch reden, weissagen. Darum sollt ihr euch eifern. Ey, das Wort ist nicht, hat nicht aufgehört. Das ist eine Aufforderung der Bibel an uns. Eifert danach, nach den geistlichen Gaben. Streckt euch danach aus, insbesondere Weissagung, prophetischem Reden. Und dann kommt es. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen oder zu Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr weissagt. Aber weissagt ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auch auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. So, er hat gesagt, also was nützt dir, wenn da jetzt einer öffentlich eine Sprachenrede weitergibt und es bleibt dabei? Nein, man will ja wissen, was hat der Herr gesagt. Und deshalb brauchst du jemanden, der die Gabe der Auslegung hat. Und das ist eine super wichtige Gabe, die wir extrem schätzen. Wenn jemand die Gabe der Auslegung hat, bete dafür, dass du die Gabe der Auslegung hast. Ja? Der Herr möchte das freisetzen. Ne? Zu wissen, was wurde hier gesagt und das dann eben den Christen weiterzugeben, der Gemeinde weiterzugeben.
Ne? Also prophetisches Reden und Weissagung oder Weissagung oder eben Auslegung der Sprachenrede, das steht etwa auf einem Level, ne? Damit die Leute es verstehen. Denn wenn du nur in Sprachen redest, für dich allein, erbaut es nur dich. Aber die anderen wollen auch was davon haben. So, also dieses Sprachenreden ist etwas, was für dich ist, was du in deiner Gebetszeit hast, was du in der Zeit mit dem Herrn hast, was du einfach fließen lassen kannst, ne? Und wie gesagt, wenn es im öffentlichen Rahmen ist, dann ist es etwas, wo wir das auslegen sollen oder wo wir uns eben auf prophetisches Reden in einer verständlichen Sprache konzentrieren sollen. Weißt du was? Nach dieser Bibelstelle, 1. Korinther 14, 1-5, müssten alle Gegner der Zungenrede absolute Befürworter von der Gabe von prophetischer Weissagung sein. Denn Paulus sagt ja, also das ist eine größere Sache als das. Danach sollt ihr euch ausstrecken. In 1. Korinther 14, Abvers 18 greift er dieses Thema dann nochmal auf. Dann sagt er, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Logisch, das ist genau das, was er vorher gesagt hat. Was nützt es den Leuten, wenn er sich vorher hinstellt und er redet in irgendeiner Sprache und keiner versteht? Ja, das ist nicht die Sache. Du betest für dich oder im Lobpreis, du singst für dich. Ja, das ist etwas, was nicht eine öffentliche Botschaft ist. Beziehungsweise, wenn es eine öffentliche Botschaft ist, dann brauchst du jemanden, der es übersetzt. Wir hatten bei unserer letzten Konferenz, habe ich gemerkt, dass der Herr mich gedrängt hat, also wirklich, ich habe ein bisschen rumgezockelt auch damit, mich gedrängt hat, eine Botschaft in einer sehr kämpferischen Sprache weiterzugeben. Ich hatte das noch nie öffentlich so in der Form gemacht. Ich wusste aber, es war jemand da, der die Gabe der Auslegung hat. Habe ich schon in erstaunlicher Weise bei dieser jungen Frau mitgekriegt. Und ich bin zu ihr hin, habe gefragt, pass mal auf, ich habe den Eindruck, wie sieht's aus? Denkst du, dass der Herr das freisetzt? Und sie hat einfach kurz mit dem Herrn connected und gesagt, ja. Und das war's dann. Das war etwa 2 Minuten hat das gedauert. Ein kraftvolles prophetisches Wort in einer Sprache weitergegeben und unmittelbar darauf hat sie das übersetzen können. Weißt du, und das ist das, was hier gemeint ist. Das eine freigesetzt und die andere Gabe freigesetzt. Und das dient dann zum Segen für die Gemeinde. Hätte ich das nur so rausgehauen, wen hätte es gesegnet? Keiner hätte es gewusst. Aber dadurch, dass es übersetzt worden ist, war das richtig etwas, was die Herzen erreicht und bewegt hat. Und das ist etwas, was ich hoffe, dass wir auch bei unserer nächsten Konferenz wieder haben. Ja, Auslegung von Zungenrede hier, das ist so gigantisch. Das ist eine super wichtige, super geniale Gabe. Ne? Denn wie Paulus sagt, was nützt mir, ich will lieber 10.000 Worte predigen, dass die Leute verstehen, als 5 Worte irgendwas reden, was keiner was mit anfangen kann. Ja, logisch, ist doch völlig klar. Dann 1. Korinther 14, Abvers 26, noch eine Bibelstelle. Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede. Wenn ihr zusammenkommt, habt was. Wie gesagt, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Und dann kommt diese sehr bekannte Stelle. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde. Rede aber für sich und für Gott. Das ist genau die Sache. Wenn du in der Gemeinde eine Sprachenrede weitergeben willst, dann guck, dass da jemand ist oder du selbst, der es übersetzen kann. Und wenn nicht, dann sagt Paulus, lass es. Lass es. Es dient die anderen nicht für Auferbauung. Es ist etwas, was dich auferbaut, was deine persönliche Beziehung zu Gott ist. Es ist etwas, was dich weiterbringt. Also für mich ist das alles glasklar und es ist mir ein Rätsel, wie man daraus aus diesen Kapiteln 1. Korinther 12 und 14 irgendwie herausziehen kann oder herausziehen versucht, dass das Neue Testament sagt, Sprachenrede hätte aufgehört oder steht heute nicht mehr zur Verfügung. Ne? Wir gehören nicht zu den Leuten, die sagen, die Dinge, die Gott uns gegeben hat, haben aufgehört irgendwann einmal. Und wir glauben, dass das eine unvorstellbare
ein Raubzug gegen das ist, was Gott uns gegeben hat. Denn guck, die Leute sagen nicht, Lehre hat aufgehört oder Evangelisation hat aufgehört oder pastoraler Dienst hat aufgehört, aber Prophetie hat aufgehört und Apostel haben aufgehört. Allein schon beim fünffältigen Dienst funktioniert das nicht. Da wird einfach willkürlich irgendwas in der Bibel interpretiert, nach menschlicher Lehre auseinandergerissen. Das ist nicht in Ordnung. Und interessanterweise sind das häufig Gemeinden, die sich als besonders bibeltreu bezeichnen. Und die gehen mit der Bibel um, wie, als ob man das jetzt hier und so wieder neu zusammensetzen kann. Das finde ich nicht in Ordnung. Ne? Und jetzt kommt das Fazit. Das Fazit, und dann komme ich auch zum Schluss. Das Fazit ist, einfach, wenn ich das nochmal so zusammenpacke, ein persönliches Pfingsten. Ein persönliches Pfingstereignis war für die Jünger Jesu notwendig und nach unserer Überzeugung ist das heute für die Gemeinden genauso notwendig. Ja? Es ist für uns genauso notwendig. Die Geistestaufe ist wie ein neues Level, eine Art Tiefenbekehrung, eine intensive Beziehung zum Herrn, diese Liebesbeziehung, neue Ebene. Weißt du, so viele Menschen, ich auch, jahrelang Christen oder Sigrid auch, bevor sie sich bewusst danach ausgestreckt haben, diese Erfüllung, diese Freisetzung persönlich zu erleben. Ne? Und dazu ist, wie ich gesagt habe, diese Offenheit, dieses Vertrauen, diese Hingabe notwendig. Und das geschieht nicht automatisch. Das geschieht nicht irgendwie mystisch oder so ein Blödsinn. Ja? Sondern das passiert dann, wenn du dem Heiligen Geist sagst, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben aus. Herr, ich möchte, dass du es ganz erfüllst. Herr, ich möchte, dass das in meinem Leben mehr aufgerichtet wird. Ich mache die Türen auf. Komm und erfüll mich vom Innen her. Du bist schon in mir. Ich gebe dir einfach alles und dann lass es auch herausfließen. Dass diese Quelle, die schon da ist, wirklich flutet, herausfließt. Ne? So, dann habe ich gesagt, im Neuen Testament ist das Reden in Zungen häufig, wenn nicht in allen Fällen, der Erweis für dieses persönlich empfangene Pfingsten. Ja, es bringt uns auf eine neue Ebene geistlichen Lebens, weil wir jetzt im Heiligen Geist gestattet, die Wahrheiten Gottes auszusprechen und die Geheimnisse Gottes zu beten, was über unseren gefallenen Verstand, der wirklich demoliert ist, ja, hinausgeht. Ja, über unser vom Feind infiltriertes Denken hinausgeht. Ne? Dann ist es etwas, was aus dem Geist fließt. Ja, wir gestatten dem Heiligen Geist, unseren menschlichen Stimmapparat zu gebrauchen. Ne? So. Und dadurch wird die übernatürliche geistliche Welt bekommt sozusagen das, wie soll ich mal sagen, das Vehikel in dem Natürlichen, im Irdischen zu wirken. Und beide Realitäten, das Übernatürliche und das Natürliche, das Himmlische, Göttliche und eben das Irdische, kommen auf ganz interessante Weise da zusammen. Und es ist etwas freigesetzt, was wirklich Dinge verändern kann, die wir uns nie vorstellen können, dass sie verändert werden können. Ich persönlich glaube, dass Leute, die in Zungen beten können, es viel leichter haben, ihr Leben mit dem Herrn zu leben. Ja? Viel leichter haben, auch geistliche Impulse und Bilder zu haben. Viel leichter haben, auch einfach mit dem Herrn zu connecten, seine Stimme zu hören und so weiter. Weil es nichts mit der eigenen Anstrengung zu tun hat, sondern eben aus dieser Liebesbeziehung zum Herrn kommt. Es ist nicht unser Bemühen. Es geht nicht um unsere Willenskraft. Halleluja, das ist so genial. Ja? Wie vorhin gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte Jesus aber von dem Geist. Ne? Gut, und da sind Ströme. Das ist nicht ein Rinnsal, das ist nicht ein Bächlein. Und ganz zum Schluss ende ich mit einem Vers in 1. Korinther 14, Vers 39. Da heißt es, daher Brüder, eifert danach zu Weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Hindert das Reden in Sprachen nicht. Das sollte jeder Pastor wissen. Das sollte jeder Pastor in seiner Gemeinde akzeptieren. Eifer danach zu weissagen, prophetisch zu sprechen, die Dinge Gottes zu sprechen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Amen. Amen. Das war ja wirklich ein reichhaltiges Buffet. Ich habe ein bisschen den Chatverlauf angeschaut und ich möchte noch mal sagen, das Beten in Sprachen, das Beten in Zungen, in der Fürbitte,
setzt das Wirken des Heiligen Geistes frei. Schaut, wir haben sehr viele Gebetsanliegen, die zu uns finden. Und wir haben ja schon jetzt immer wieder darüber gesprochen. Und manchmal, Martin hat es auch erwähnt, manchmal ist es so, dass dieses Gebetsanliegen uns wirklich betroffen macht und wir nicht wissen, was sollen wir jetzt da beten? Natürlich, wenn da drin steht, ich bin krank, ich habe Schmerzen, dann beten wir für Heilung. Ja, das ist schon richtig. Aber weißt du, es ist nicht immer nur der Überbegriff Heilung, sondern manchmal offenbart der Heilige Geist uns dann, dass es da noch andere Wurzeln gibt, dass es da vielleicht etwas gibt, was der Mensch in Ordnung bringen muss oder was auch immer. Und wenn wir ein Gebetsanliegen bekommen, wir beten in Sprachen darüber und oft gibt der Heilige Geist uns dann Eindrücke, Worte, manchmal Bibelstellen, wie auch immer, die wir dann beten in unseren normalen Worten. Und so machen wir das auch bei der Konferenz oder bei unseren Konferenzen oder wenn wir in unseren Veranstaltungen mit Menschen beten. Wir beten meistens zuerst in Zungen, weil wir unsere Denke auch freiräumen müssen von unseren Vorstellungen, was wir denken, was die Person uns gerade erzählt hat. Und oft ist es so, dass der Heilige Geist zu uns spricht und wir sprechen es mit den normalen, natürlichen Worten aus und es kommt zu einer Erkenntnis oder zu einem Funken, der überspringt, ja. Und man kann die eigentliche Wurzel packen und ausreißen. Das Zweite, was ich auch im Chatverlauf gelesen habe, ist, wenn jemand sagt, ja, ich habe das schon so oft probiert, bei mir funktioniert das nicht und ich habe auch mit jemand anderem schon gebetet und nochmal mit jemand anderem und so. Ja, ich möchte das nicht kleinreden oder wie auch immer, also versteht das bitte richtig, aber ich möchte mal sagen, in dieser Beziehung, in diesem Thema, um das es geht, rede dir das selber nicht negativ. Betone genau. Nicht immer, dass es ausgerechnet bei dir nicht geht. Und sag nicht immer, ja, ich habe schon alles versucht und irgendwie muss ja bei mir irgendwas sein oder bei den anderen oder jedenfalls Ergebnis. Bei mir klappt es jedenfalls nicht. Und dann, ich kenne das von mir. Ich kenne das. Ich habe das auch gehabt, dass ich auf der einen Seite war ich motzig, weil ich dachte, brauche ich nicht. Dann wollte ich es, dann ging es nicht und dann war ich wieder motzig. Und versteht ihr? Der Feind ist sehr schlau da drin, uns irgendwie zu beschäftigen mit diesem negativen Zeug. Ja. Und wir reden uns selber negativ. Das machen wir, also ich bemühe mich, dass ich immer schneller werde und auch lerne, das nicht mehr zu machen. Wenn eine Sache nicht klappt, egal wie, oder die Heilung nicht schnell genug kommt, oder der Partner sich nicht schnell genug bekehrt, oder die Kinder ja auch noch so komische Sachen machen, dann fangen wir auf einmal an zu rudern und zu machen und zu tun. Und wir rutschen in dieses negative Reden. Das wiederum hindert das Wirken Gottes in unserem Leben. Ja. Weil wir Absolut. Treffen in diesen negativen Reden Festlegungen und sagen, bei mir geht das aber nicht. Wenn du darauf bleibst, wird sich tatsächlich das schwerlich umsetzen lassen. Je mehr du das proklamierst, je mehr du das aussprichst, desto mehr verfestigt sich ja, das. Ja, ich würde sagen... Eigentlich muss man... Also sorry, ich weiß, es ist natürlich auch wirklich schmerzhaft für manche, aber eigentlich ist es was, wo man Buße für tun muss. Für ja. das Reden und... Für das negative Reden, für Dinge, die das Wirken des Heiligen Geistes auch blockieren. Also verstehe mich richtig, das ist kein Vorwurf, aber ich glaube, dass wir häufig das, was der Feind uns vorgibt, einfach weil wir nicht geschult sind oder weil es einfach auch schmerzhaft ist, einfach aussprechen. Und das sind nicht die Dinge Gottes. Wir sprechen etwas aus, was... Das Wirken Gottes blockiert, des Heiligen Geistes. Und das ist etwas, was wir durch Buße oder für einfach dem Herrn das bringen und um Vergebung beten, bereinigen können. Und vielleicht ist es das, was diese Blockade ausmacht. Es kann alles Mögliche sein. Ängste, irgendwelche Befürchtungen, irgendwie
Hilfe, Hilfe, ich will mich hier aber nicht peinlich machen, ist häufig etwas, was so eine Blockade ist, dass die Leute auch nicht durchbrechen. Ja, oder wenn andere dir sagen, das ist komisch, lass mal lieber, das mach mal lieber nicht, oder bei uns macht man das nicht, oder wenn du mit uns zusammen beten willst, dann betest du aber bitteschön nicht in Zungen. Das stört uns, das stellt uns in Frage und das möchten wir nicht. Also da musst du auch wirklich den Herrn bitten, dass er dir da Weisheit gibt. Aber nochmal zu dem Reden möchte ich sagen, du kannst auch sagen, Herr, ich erwarte, dass du deine Verheißung in meinem Leben wahr machst. Ich erwarte, dass das, was du versprochen hast in deinem Wort, dass das in meinem Leben zustande kommt. Ich erwarte, dass es wirklich zu diesem Überfluss kommt. Ich erwarte, dass es dazu kommt, dass ich auferbaut werde und in dieser neuen Sprache sprechen kann. Ich erwarte, dass du mich beschenkst. Und dann mach das doch einfach mal eine Weile. Bleib doch einfach mal dran. Weißt du, ich wusste damals das auch nicht von diesem negativen Reden. Das ist erst in meinem Glaubensleben mehr und mehr als Pflanze gewachsen, dass ich gelernt habe, nicht in diesem negativen Gerede zu wohnen, sondern meine Zunge zu verändern. Und manchmal passieren mir heute noch solche Sachen, die man mal so schnell dahin sagt, ja Mensch, geht das denn nie vorbei? Oder irgendwie sowas. Und ich sage dann oft, Herr, es tut mir leid, Mist, das wollte ich gar nicht. Hilf mir und korrigier mich und bring mich wieder in den Fluss, dass ich wirklich wieder das Gute, das Wohlgefällige, das, was du willst, ausspreche. Ja. Ich habe am Anfang darüber gesprochen, über dieses Verwobensein mit Christus, über dieses Verbundensein, nicht mehr auseinanderzukriegen. Streck dich danach aus und du wirst merken, je mehr du in dieser Beziehung mit dem Herrn wächst, umso leichter wird dir dieses Ergreifen dieser Verheißung fallen. Umso leichter wird das, einfach in dieser Himmelssprache mit ihm zu kommunizieren. Es ist eine Sprache zwischen dir und ihm. Braucht auch kein anderer mitzukriegen, wie oder was oder keine Ahnung. Aber geh in diese Beziehung mit dem Herrn tiefer und tiefer rein und es wird kommen. Dann war die Frage noch, gibt es jetzt noch einen Aufruf für die Geistestaufe oder für Gebet in Zungen? Ja, das wollen wir auch noch machen. Ich wollte nur fragen, ob du noch irgendwas anderes jetzt zum Abschluss vorher noch sagen möchtest. Sehr dann. Gut. Erstens nochmal zur Erinnerung. Dieses Buch, Bitten um den Heiligen Geist, PDF, einfach ein E-Mail schreiben an uns, schicke ich dir zu. Ja. Aber, wie gesagt, das Buch ist schon seit langem vergriffen, aber hier haben wir ein Buch, das ist aktuell verfügbar. Das ist sehr interessant. Das geht auch in die Richtung, ist sehr gut geschrieben, sehr hilfreich, überrascht vom Heiligen Geist. Es gibt mehr, als du denkst. Halleluja. Das stimmt. Der Spruch könnte von uns sein. Ja. Es gibt mehr, als du denkst. Ja. Das ist wirklich ein sehr gutes Buch und ganz interessant, von wem das ist. Hier der Autor Edgar Meyer, klingt ja richtig super deutsch, ne? Ja. Edgar Meyer lebt in Australien und ist lutherischer Pfarrer in Australien und steht da arbeitet in der lutherischen, also evangelischen Gemeindeerneuerung mit, also für charismatische Gaben. Da ist er dabei und das ist seine Erfahrung mit dem Heiligen Geist als lutherischer Pfarrer in Australien. Extrem cool. Also ein super Buch, wirklich. Ja. Auch manchmal echt zum Schmunzeln. Ja, ja, ja. Ja. Weil es beschreibt halt auch seinen Kampf mit diesem, ist das wirklich von Gott und brauche ich das, will ich das? Ja. Und die ganzen Fragen, die wir jetzt auch so heute Abend hin und her erwogen haben, die kommen in diesem Buch auch vor. Und er erzählt es anhand seiner eigenen Erlebnisse mit Gott, wie er in dem Bereich gewachsen ist und was er denkt und was er mit Gott erlebt hat. Sehr, sehr schön geschrieben. Ja, also wirklich ein cooles Buch. Das gibt es bei uns im Shop, kostet 14,80. Kannst du gerne bei uns bestellen, wie gesagt, und das hier dann eben als PDF.
wenn das was ist, was du brauchst und was dich weiterbringt, also von Herzen gern. Ja. Wir haben schon geguckt, wo gibt es gute Literatur zu dem Thema. Es gibt natürlich einen Haufen, was irgendwas ist, aber dieses Buch ist das, was wir, denke ich mal, am besten empfehlen können. Überrascht von Hilfe Heiligen Geist. Ja, es ist ja deshalb, was wir empfehlen es deshalb, weil es diesen praktischen Weg beschreibt und auch die Fragen, die um dieses ganze Thema drumherum gepackt sind und wo man einfach diesen Sachen schrittweise folgen kann. Auch wenn du diese beiden Bücher liest oder dieses PDF oder wie, schau, du musst alle Dinge, die du hörst, nicht nur von uns überhaupt, du musst sie im Geist prüfen. Absolut. Du musst prüfen, ist das was für mich oder nicht. Du bist nicht weniger geistlich oder so, wenn du sagst, oh, ich weiß nicht so genau, ich muss mich erstmal da orientieren, auf den Weg machen. Das ist wirklich okay so, weil Gott lässt dir diese Freiheit der Entscheidung. Und trotzdem sagen wir, mach dich auf den Weg. Du wirst diesen Weg nicht bereuen. Ja. Ja. Okay. Und ich glaube, die meisten Geschwister haben einfach, wie diese Jünger in Ephesus, nie was davon gehört. Ja, ja. Es wird nicht thematisiert oder ausgeblendet, weil es durch verschiedene Dinge einfach zum Stressthema gemacht wurde. Ja. Und ich weiß nicht, hattest du es gesagt, es ist einfach so, dass der Feind es nicht mag. Er mag es nicht, wenn wir in dieser Himmelssprache kommunizieren mit dem Herrn. Weil da gibt es diesen Download vom Himmel. Wir gehen aus der natürlichen Atmosphäre in diese übernatürliche Atmosphäre hinein. Und das ist das, was der Feind nicht mag. Ganz einfach. Du solltest schon allein deshalb in Zungen beten, weil du weißt, das mag der Feind nicht. Wie meine Auswischen. So. Und nein, wir wollen wirklich, dass du erbaut bist. Der Herr hat nichts sehnlicher, als dass er mit dir in dieser intensiven Liebesbeziehung leben möchte. Er möchte dein Leben bereichern. Er wird dich nicht beklauen. Er wird dich nicht arm machen. Er wird dich nicht reduzieren wollen. Sondern der Herr will uns immer aufbauen, weiterbringen, höher bringen, mehr geben als das, was wir kennen. Raus aus der Schublade holen. Nicht mehr Schublade rein und dann zuhauen, damit beschäftige ich mich nicht. Oder ihr legt die Bibel falsch aus oder so irgendein Quatsch. Sondern Gott möchte uns beschenken. Und das solltest du von heute Abend mitnehmen. Gott hat mehr für dich. Ja, Amen. Gott hat wirklich mehr für dich. Ja. Schau, in vielen Gemeinden ist es so, dass man sagt, wenn wir das praktizieren, dann tun irgendwelche Außenstehende, die vielleicht mal kommen würden, die würden irritiert sein. Das wäre erstmal dahingestellt. Ja? Ich kenne Fälle, die haben sich bekehrt, weil sie gehört haben, dass irgendwelche Leute in Zungen gesprochen haben. Das hat sie überzeugt, dass da was Übernatürliches, Kräftiges ist. Ja, ja, das stimmt. Es gibt dieses Muster der Gemeinde im Neuen Testament. Also wenn wir das anders hinfriemeln, dann ist die Frage, ob das so toll ist. Mhm. Ne? Aber man will so relevant sein für die Gesellschaft. Man will so offen sein. Man will die Leute erreichen. Und da sind diese Dinge, die sollen dann nicht gemacht werden, weil das irritiert die. Wer sagt das? Die Leute rennen zu Hunderttausenden zu den verrücktesten Esoterikern und irgendwelchem Dreck, weil da ein bisschen was ist, was übernatürlich ist. Das stimmt. Der Mensch hat ein Verlangen danach. Ja? Ja. So, das heißt, wir berauben uns der größten Stärke, nämlich der Gaben des Heiligen Geistes in unseren Gemeinden, wegen irgendeinem Hirngespinst, dass irgendwelche Leute vielleicht abgeschreckt werden könnten. So, und ich sage dir eins, lass dich doch von sowas nicht abhalten. Wenn sie es in der Gemeinde nicht machen, dann mach es halt bei dir zu Hause. Es ist sowieso etwas, was zuerst einmal für die persönliche Liebesbeziehung zwischen dir und dem Herrn ist. Amen. Du betest zu ihm und er baut dich auf. Du hast eine Beziehung zu ihm. Und deshalb ist das Allerbeste, und das ist auch jetzt gleich, wenn wir beten, das Allerbeste, wenn du das alleine mit dir machst. Nicht mit Leuten, nicht mit deinem Ehemann oder Ehefrau, nicht mit irgendwelchen Leuten. Früher, das war so ein Druck, wenn dann Geistestaufe war und dann haben die versucht, das durchzuboxen und das Kinn massiert und was nicht alles. Ja, das war fürchterlich. Ja, nicht machen. Alleine, ganz alleine, du und der Herr. Von mir aus im Auto oder geh spazieren oder echt in der Badewanne.
wo du entspannt bist. Ja. Dann sagst einfach, Herr, lass fließen. Also wirklich, ich kann sehr gut in Zungen im Bett beten. Ja. Du solltest schlafen. Manchmal. Ja, du lässt es einfach fließen. Du bist, mach keinen Krampf. Je mehr Krampf, je mehr Druck, je mehr, desto blöder wird es. Und vor allen Dingen nicht Negatives aussprechen. Ja. Dich nicht begrenzen mit deinen eigenen Worten. Das ist sehr wichtig. Amen. Amen. Let's pray. Let's pray. Okay, dann komm. Ich würde sagen, leg doch deine Hand auf deinen Bauch oder auf dein Herz. Bauch ist gut. Bauch ist gut. Ist jetzt. Und also nochmal, gemäß jüdischem Verständnis ist der Sitz der des Bauch, Geistes hier im, also im Bauch. Im Gedärm. Richtig, im Gedärm, im Bauch. Genau. Und das ist nichts Mystisches jetzt. Das ist einfach nur eine prophetische Handlung, wenn du möchtest. Du kannst auch die Hände falten, ist mir wurscht. Aber was wichtig ist, ist, schalte mal deine Hirngedanken ein bisschen aus und sag, Herr Jesus, ich bin jetzt hier. Und zwischen dir und mir findet jetzt hier dieser Austausch statt. Zwischen Herz zu Herz findet hier jetzt etwas statt, ja, was ich so von Herzen begehre. Und ich möchte, dass du mein Herz ganz und vollkommen gewinnst. Amen. Ich mache alles erfüllst, auf, ja, was ich habe. Ich halte nichts zurück und ich lade dich ein, dass du in jeden Herzensraum, Amen, in jeden Raum meines Lebenshauses hineinfluten darfst. Du darfst alles ausfüllen, was an Raum da richtig ist. Ich weiß, dass du mehr für mich hast. Ja. Und ich begehre dieses Meer von dir, dass du alles wegschwemmst, was an Hindernissen ist, was an Steinen und Blockaden da ist. Und dass du mich vollkommen mit deinem Heiligen Geist ausfüllst, wirklich flutest, dass du mein Herz, meinen Sinn, meine Seele flutest. Und dass ich dir von ganzem Herzen, mit aller Kraft und allem, was ich bin, dienen will. Und dass du mich bereicherst und beschenkst jetzt durch deinen Heiligen Geist. Ja. Ich öffne jetzt mein Herz für dich, Heiliger Geist. Bete das jetzt. Genau. Bete das jetzt. Herr, ich öffne diese Türen in meinem Inneren, wo immer du verschlossen warst in meinem Inneren, ich öffne das für dich. Ich öffne mein ganzes Lebenshaus für dich. Du darfst hereinfluten. Du darfst jeden Raum erfüllen. Ich halte nichts mehr zurück. Ich gebe mich dir hin. Ich öffne mich für dich. Ich lasse zu, dass du mich durchdringst mit dir selbst. Ich lasse zu, dass da etwas erfüllt wird in mir, was bis jetzt verschlossen war. Ich öffne mich für dich. Herr, es tut mir leid, wo ich Angst hatte. Herr, es tut mir leid, wo ich dich blockiert habe. Herr, es tut mir leid, wo ich dich irgendwie begrenzt habe. Es tut mir leid, wo ich dich in irgendeinem Räumchen gesperrt habe. Es tut mir leid, weil ich es nicht besser wusste. Ich sage dir, durchflute mich. Herr, erfülle meinen ganzen inwendigen Menschen mit dir, mit deiner Gegenwart. Durchflute mich. Bosso kabashia kalabasambo masaya kabarasi kabadoya kasuya. Mosho kabasaya kasi kalabadoya kasaya kadai. Rosa kapatokashia kalabadaya kasaya. Masi kamala, yes. Kosso kapasi kalamanoya kasia. Negative Gedanken, gebunden. Ich spreche aus, es ist nicht jetzt dazwischen zu kommen, ja, weil es ein Raum ist, der geöffnet Soja, ist, nur kasai für den Herrn, Robo Jesus Saka, Christus Patika, selbst, Soja, den Kalabruja, Heiligen Geist, ja, und dem Vater, yes, im Himmel. Yes. Nichts anderes, yes, hat in diesem Raum jetzt ein Rederecht, ein Anwesenheitsrecht, ja, oder ein Recht dazwischen zu gehen. Yes. Sondern yes, wir sagen, diese geistlichen Manifestationen, dieses Dämonische ist gebunden in dem Namen Jesus. Und es kann nicht dazwischen quatschen, nicht dazwischen reden, dich nicht ablenken von dem Eigentlichen, was der Herr dir geben will. Jesus ist ja der Herr, der jetzt zu yes dir spricht, yes, der jetzt in dein ganzes Sein hineinkommt und zu dir spricht, du bist mein geliebtes Kind. Yes.
So, und wir proklamieren, dass alle Blockaden, die da sind, aus falschem Denken eingerissen sind, aus falscher Theologie eingerissen sind, aus irgendwelchen Befürchtungen eingerissen sind, aus irgendwelchen Peinlichkeiten eingerissen sind, aus irgendwelchen negativen Erfahrungen, die man über die Vergangenheit vielleicht erlebt hat, eingerissen sind. Durch Dinge, wo du gesehen hast, wie Leute, die in Zungen gesprochen haben, dich schlecht behandelt haben, negativ waren, keine Vorbilder waren. Dieses Ding, was dich vielleicht davon blockiert, eingerissen sind. Wir sprechen aus, dass du einfach in die Fülle dessen kommt, was der Herr der Herren und der König der Könige für dich hat, für dich. Wir sprechen aus, dass das freigesetzt ist, was er für dich hat, damit Ströme lebendigen Wassers auch von dir ausfließen können, damit Ströme ausfließen können, damit Heilung, Befreiung und diese Dinge des Geistes aus dir ausfließen können. Denn du musst jemand sein, der in den kommenden Jahren wirklich ein Segen ist für andere Menschen, durch den andere Menschen gesegnet werden können. Und das soll nicht aus dir heraus geschehen, durch deine Anstrengung, durch deinen Mühsal und Geplackerei, sondern durch das Wirken des Geistes. Es muss leicht sein. Vorbereitete Werke, die der Herr bereitet hat, in denen wir wandeln sollen. Das spreche ich aus. Und so erklären wir, dass das freigesetzt ist in deinem Leben. Dass du jetzt wirklich den Mund öffnest und dass es fließt, aus dir herausfließt. Wenn der Heilige Geist dich erfüllt hat, dass es fließt, dass es flutet, dass es flutet, dass es flutet. Im Namen Jesus sprechen wir aus, dass jede Blockade eingerissen ist, die das verhindern soll. Wir sprechen aus, dass alles, was das stoppt, was da irgendwie dazwischen ist, dass das weggenommen ist. Wir erklären jede dämonische Kraft, die da irgendwie versucht, das zu blockieren. Wir gebunden gerade jetzt im Namen Jesus. Wir sagen, weiche, da ist jetzt Freiraum. Wir sprechen aus, der Weg ist frei und du kannst vorwärts gehen. Sprich es aus, lass es fließen, lass es fließen, lass es fließen. Wir erklären über unseren Geschwistern, die jetzt hier zuschauen, dass das, was der Herr der Herren und der König der Könige durch seinen Geist für sich hat, freigesetzt ist in ihrem Leben und jede Blockade und jede Barriere weggenommen ist, weggenommen ist, weggenommen ist im Namen Jesus. Und wir erklären, dass sie erleben, jetzt oder morgen früh oder heute Nacht oder im Auto oder in der Badewanne oder wo auch immer, dass das freigesetzt ist, freigesetzt ist. Ja. Wenn sie mit dem Herrn zusammen sind, wenn sie entspannt sind, wenn sie einfach erleben, dass das freigesetzt ist. Und ich erkläre, sie werden spüren, wie in ihrem Inneren auf einmal was ist, was wie so hochbubbelt. Ja? Wo sie auf einmal merken, der Geist ist da und es kommt heraus und der Herr gebraucht sie. Und was immer ist, ich widerstehe dem Feind, der versucht, das malig zu machen, der versucht, dagegen zu sprechen. Wir sagen, verstumme, verstumme. Ja? Und du gehst vorwärts. Du gehst vorwärts in dem, was der Herr für dich hat. Du lässt dich nicht abhalten, sondern du gehst voran. Du gehst voran in die Segnungen des Herrn der Herren und des Königs der Könige. Wenn die Bibel sagt, wir wollen, dass alle in Sprachen redet, dann ist das etwas, was allen zur Verfügung steht. Wenn Paulus das sagt, es steht uns allen zur Verfügung. Es gibt keine B-Kinder bei dem Herrn. Es gibt keine zweite Wahl bei dem Herrn. Du bist sein Allerbestes und er hat es für dich. Und wir sprechen aus, dass es freigesetzt ist in deinem Leben. Mokashika borasia kalabadokosia kalabadai. Er ist nah bei dir. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du bist sein Kind. Und er spricht mit dir als sein Kind. Er schenkt dir die Verheißung des Vaters. Das ist der Heilige Geist. Und mit dem Heiligen Geist gibt er dir alle Gaben, die er für dich gedacht hat. Du brauchst diese Gaben. Der Vater im Himmel weiß es, was du brauchst. Und wir sprechen aus. Dein Mund bringt das hervor, was der Heilige Geist auf deine Zunge legt. Und du wirst in diesen neuen Sprachen sprechen können. Du wirst hineinkommen in das, was der Herr für dich hat. Du wirst laufen. Du wirst in diesen Strömen schwimmen. Ja. Du wirst nicht nur ein bisschen mit den Füßen benetzt sein, sondern du wirst in diesen Strom eingetaucht werden. Ich spreche aus, Vater im Himmel, tauche jetzt alle, die dieses Verlangen in sich haben, in Zungen sprechen zu können, in Zungen beten zu können, tauche sie ein in deinen Strom des Geistes. Erfüll sie ganz mit diesem Herrlichkeitsraum. Lass es herausbrechen. Lass sie wie eingetaucht sein in Farbe. Ja. Lass sie so eingetaucht sein in deine Heiligkeit und Herrlichkeit. Durchdrungen vom Geist. Raum, in diesem übernatürlichen Raum eingetaucht sein. Amen. Wirklich getauft sein mit dem Heiligen Geist. Überwältigt. Nicht mehr unterscheidbar. Ja. Und aufgesogen von der Herrlichkeit, die du für uns hast. Herr, wir danken dir für das Werk deiner Gnade. Wir danken dir, dass du nicht aufhörst, dass das eröffnet wurde jetzt und dass du nicht aufhörst, dieses Werk voranzutreiben, dieses Werk zu vervollständigen. Du hast
ewige Pläne. Und wir sind eingebunden in diese ewigen Pläne. Wir danken dir, Vater im Himmel. Wir danken dir, dass du uns bei unserem Namen gerufen hast. Du hast uns gebildet in dem Mutterleib. Und du wusstest, dass es diesen Abend geben wird. Ja. Du wusstest, dieses Thema wird heute Abend sein. Du wusstest, wer heute Abend zuschaut. Du wusstest, dass jetzt hier verlangende Herzen nach dir sind. Und du wirst diese Herzen nicht enttäuschen. Du wirst sie nicht sitzen lassen. Du wirst nicht reagieren, sondern du bist offen zu schenken. Du hast alles gegeben durch deinen Sohn. Selbst den Heiligen Geist hast du nicht zurückgehalten. Und wir preisen und wir ehren dich, Vater im Himmel, für das tiefe Werk, was du jetzt an Menschenherzen tust. Genau. Und der Herr wirkt in dir und er wirkt in dir und er wirkt in dir und er bringt es hervor. Ja, Amen. Er bringt es hervor. Lass ihn an dir wirken. Lass zu, dass er sein Werk an dir tut. Tu es nicht durch unbedachte Worte wegwerfen oder abtreiben, sondern lass zu, dass er sein Werk an dir tut. Lass dir Zeit und lass dem Heiligen Geist Zeit. Es muss keine Instant-Lösung sein. Das braucht nicht so eine superschnelle Lösung sein, sondern lass dir Zeit, dass der Heilige Geist an dir wirkt. An dir wirkt. Die Räume durchflutet in deinem Lebenshaus sozusagen. Dich komplett durchdringt. Und zu gegebener Zeit, wie gesagt, vielleicht morgen, vielleicht heute Nacht, wann auch immer, herausflutet. Lass es zu, dass der Herr sein Werk an dir tut. Und wir beten, dass dem Feind es nicht gelingt, dazwischen zu kommen und das zu rauben, sondern dass hier unsere Geschwister wirklich durchbrechen in die komplette Fülle. Und jetzt will ich noch beten für diejenigen, die schon lange in Zungen beten können, die schon lange im Geist getauft sind. Ich sage dir eins, der Herr hat mehr für dich. Der Herr hat mehr für dich. Du darfst dich noch mehr ausstrecken. Da gibt es noch viel mehr. Der Herr hat noch ein ganz anderes Level. Er will dir schenken, dass du in einer normalen Sprache sprechen kannst. Von mir aus Französisch, wie wären das? Oder Italienisch oder was weiß ich, Farsi. Sprechen, einfach da, dass es da ist. Er hat mehr für dich. Er will dir eine kämpferische Sprache geben, wo du vorwärts gehst. Vielleicht will er dir eine Engelsprache geben. Streck dich nach mehr aus. Sei doch nicht zufrieden mit dem, was du hast. Gott hat mehr für dich. Und ich bete dafür, dass das freigesetzt ist. Jetzt! Pascha Kapassa! Freigesetzt ist. Empfange es. Empfange es für dich, dass du sagst, ja, ich werde vorwärts gehen mit dem Herrn in ganz andere Werke, in ganz andere Power. Ich werde sehen, wie die Kranken geheilt werden, wie die Dämonen ausgetrieben werden, von mir aus wie Tote auferstehen. Ich werde sehen, dass ich mit der Kraft des Herrn vorwärts gehe, so wie der Herr uns aufgetragen hat in den Missionsbefehlen. Was er gesagt hat, werde ich tun. Das und ich lasse mich von niemand und keiner Theologie und keinen irgendwelchen komischen, verkorksten Ansichten über die, wie das zu verstehen ist, davon abhalten, die Dinge zu tun, die der Herr der Herren und der König der Könige sagt. Ja, und für die er auch Rechenschaft von uns haben will. Sondern du nimmst es und sagst, jawohl, ich gehe hinein und ich werde mehr vom Herrn bekommen. Ich will mehr vom Herrn bekommen. Ich habe gehört, ich kann irgendwie den ganzen Tag in Zungen beten. Das will ich haben. Empfang es im Namen Jesus Christus. Es geht. Ich spreche aus, du kannst es haben, du kannst es nehmen. Ja, du kannst es haben. Der Herr hat mehr für dich. Der hat vielleicht was ganz anderes für dich. Ja? Und wir sprechen aus, dass das, was dich jetzt blockiert hat und was dich so eingegrenzt hat und wo du einfach mit zufrieden gewesen bist, vielleicht auch schon, dass das weggenommen ist und dass der Herr dich in ein völlig neues Level bringt. Ein neues Level geistlichen Lebens freigesetzt im Namen Jesus Christus. Lass dich nicht abhalten von irgendwelchen Leuten, die es dir madig machen wollen, die dir irgendwie ihre schräge Theologie verkaufen wollen, die dir irgendwie erzählen wollen, mehr gibt's nicht oder du hast schon alles oder sonst was. Sondern streck dich aus nach mehr vom Herrn. Du kannst dein Leben lang nicht das empfangen, was er alles für dich hat, weil es geht immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es ist Gott. Es ist Gott und es ist der Geist Gottes, der durch dich wirken will und der durch dich fluten will und der dich gebrauchen will. Du bist jemand, der ein Kämpfer, ein Krieger für die Endzeitarmee Gottes ist. Amen. Hast du schon gewusst? Deshalb guckst du diesen Livestream hier. Und dazu musst du die richtige Ausrüstung haben und in der richtigen Weise vorwärts gehen mit dem Herrn der Herren und dem König der Könige. Amen. Ich habe noch einen Eindruck, weil ich weiß, dass wenn man dieses Thema sieht, auch auf Facebook oder YouTube, ich weiß, dass manche Pastoren diesen Livestream sich dann auch anschauen. Ich möchte den Pastoren sagen, die wirklich selber in Zungen beten können, die selber in der Gemeinde diese Freiheit leben können und sagen, na ja, wir haben das früher öfter gemacht. Ich möchte dich sehr ermutigen,
hol diese Schätze wieder hoch. Amen. Fang wieder an, in der Gemeinde darüber zu sprechen und mit der Gemeinde, mit den Lobpreisern in Zungen zu singen. Es ist eine große Freiheit, in Zungen zu singen. Ja. Ich singe sehr gerne in Zungen. Das fällt mir so leicht. Das ist so eine Sache zwischen dem Herrn und mir, die einfach, die kann man den halben Tag, ganzen Tag machen. Ich meine, du musst es ja nicht gerade machen, wenn du an der Kasse sitzt und arbeitest. Aber versteht ihr? So, ich möchte die Pastoren ermutigen. Bitte hol diese Schätze wieder hoch. Ja. Fang wieder an, die in der Gemeinde zu fördern. Fang an, Leute in Position zu bringen, die in Zungen beten können und die Zungen auslegen können. Aber fang an, mit der Gemeinde in Zungen zu singen. Ich weiß, dass viele Lobpreiser Lieder schreiben, Lieder machen und es geht immer um noch toller, noch besser und alles. Das ist super gut und richtig und wichtig, das stimmt. Aber versteht ihr, das Anleiten der Gemeinde in Zungen zu singen, bringt den Himmel in die Gemeinde, bringt die Atmosphäre Gottes in die Atmosphäre des irdischen, Machbaren, der vielen Unmöglichkeiten, bringt diese Töne des Himmels in das Normale hinein. In das, was man spricht, in das, was man hört, in gesprochenes Wort, in Bibelwort, alles richtig, aber es gibt noch eine eine andere Dimension. Hol sie in die Gemeinde. Wir haben das bei unseren Lobpreisern wirklich sehr stark erlebt, dass sie prophetisch im Lobpreis uns dienen, dass sie in Zungen singen. Das hat Menschen freigesetzt. Das war grandios. Und es passieren Wunder und Zeichen und Dinge im Lobpreis, wenn in Zungen gesungen wird. Weißt du warum? Das löst alles ab von menschlich machbarem Liedgut. Ja. Und es erhebt den Herrn in einer ganz anderen Weise. Also wenn du Pastor bist, tritt nicht auf die Bremse und sag, damit will ich nichts zu tun haben, sondern fang an, dich selber damit auseinanderzusetzen, dich selber zu orientieren, dich selber ermutigen zu lassen von Gott und bring es in deine Gemeinde. Selbst wenn du lutherischer Pastor bist. So, das war's. Wunderbar. Für diesen heutigen speziellen gesegneten Abend. Ja, halt fest. Ja. Sollte das jetzt bei dir vielleicht noch nicht die Explosion freigesetzt haben, halte fest. Und sprich lass aus, zu, dass der Heilige Geist an dir wirkt. Lass zu, dass das hervorkommt. Ja, lass zu, dass das einfach geschieht. Das ist ein Wachstumsprozess und je älter jemand ist und irgendwie es nicht erlebt hat, desto mehr muss der Heilige Geist vielleicht freiräumen. Ne? Man weiß ja nicht, was in dem Lebenshaus so alles rumsteht. Ne? Dass das immer mehr überflutet wird, dann kommt. Sei weise, was du sagst. Aber halt daran fest, denn Gott hat wirklich mehr für dich. Ja. Amen. Amen. Seid gesegnet. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ich habe ein spannendes Thema. Wirklich? Ja. Jetzt schon? Ja. Weißt du das? Ja. Ich weiß das noch nicht. Aber es wird wie immer bereichernd sein. Wunderbar. So, seid gesegnet. Und wir freuen uns auf euer Zeugnis, was der Herr getan hat. Ich fange schon mal an zu winken. Blessings. Ciao. Ciao, ciao.